letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Wir sind schon mitten im Thema vom nächsten Segment, ne? Ja, oh, richtig. Der historische Jesus. Christian, mach du mal den Einstieg. Ja, wir haben ja, ich meine, es ist immer eine Frage, wie man sich mit Geschichte beschäftigt. Jesus ist ja eine Figur, die stark in der Geschichte verankert ist. Und wir haben in letzter Zeit eine ganze Reihe, eine zunehmende Anzahl von Publikationen, die sich mit der Historizität Jesus kritisch auseinandersetzen. Historizität heißt jetzt die Frage, ob Jesus eine geschichtliche Person ist oder ob es ein mythisches Konstrukt ist. Also quasi Robin Hood wäre ein Beispiel für ein wahrscheinlich mythisches Konstrukt und eine geschichtliche Persönlichkeit wäre zum Beispiel Karl der Große. Den hat es wirklich gegeben oder Julius Caesar wird da gerne angebracht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Internetsachen, die sehr populär sind. Also am populärsten war wohl wahrscheinlich das YouTube-Video von Brian Fleming, Zeitgeist, The God Who Wasn't There. Warte. Das sind aber zwei Videos. Das eine ist The God Who Wasn't There. Ja. Das andere ist das Zeitgeist-Video. Und dieser Zeitgeist-Film, der ist unerträglich. Da gibt es da so ein ganzes Zeitgeist-Bewegung. Die halt sozusagen eine neue Verschwörungstheorie dann aufgebracht haben. Zeitgeist geht eben darum, dass die 12 Apostel Sternzeichen sind und dass das Ganze eine mörderische, eine riesengroße Verschwörung ist, um Jesus dann quasi da zu machen. Und das stimmt auch zum Teil. Zum Teil sind auch viele falsche Sachen, die dort eben erwähnt werden, was dann diesen ganzen Video dann wieder unglaubwürdig macht. Dann gibt es noch, in dieselbe Richtung geht ja Joseph Atwill, der mit der These, dass Jesus erfunden worden ist von irgendwelchen Imperatoren, von Kaisern in Rom, als antijüdische Kampagne, dass die quasi denen so einen Fake-Glauben verkauft haben, das nannten sie Christenheit und die haben dann quasi das Buch Markus geschrieben und die ganzen anderen Bücher und haben das dann unter den Juden vertickt und die haben das dann geglaubt und die haben sich den Ast abgelacht und haben noch versteckte Witze da reingeschrieben in das Neue Testament. Das ist die These von Joseph Atwill. Es gibt die Webseite von Kenneth Humphreys, jesusneverexisted.com, wo er selbst ist ja kein ausgewiesener Historiker oder sonst was, aber so einfach dann sich einfach lustig macht über die ganzen Geschichten, die drin vorkommen mit Engeln und so weiter. Und dann die These aufstellt, dass das offensichtlich nur alles Humbug ist, dass das Neue Testament offensichtlich wegen diesen, wenn man das wörtlich nimmt und die Geschichten einfach anschaut, was passiert ist, eine große Farce ist und nicht als geschichtlichen Report angesehen werden kann. Und er dann auch noch ganze Verweise gemacht hat. Wobei er im Gegensatz also zu diesem Zeitgeist-Video dann eben nicht quasi eine neue Verschwörungstheorie aufbaut, sondern einfach nur sagt, dass das, was da steht, nur Fiktion sein kann. Und das sind sozusagen die unhistorischen Sachen, die relativ populär sind. Darf ich hier mal kurz einhaken? Man muss sich natürlich vor Augen führen, das ist ja schon mal so der erste Schritt, sozusagen, um sich davon etwas objektiv zu distanzieren. Wenn wir irgendwelche anderen Geschichten haben, die so aufgebaut sind oder den Inhalt haben, die das Neue Testament. Mögen wir einer latscht durch die Gegend, macht halt Leute, predigt, steht nachher wieder auf. Da würden wir gar keinen Gedanken daran verschwenden, ob das sich so zugetragen haben könnte oder nicht. Da würden wir sofort sagen, das ist eine Legende. Das nehmen wir nicht ernst, so wie Herkules oder ja, hier die ganzen Sachen, Robin Hood, König Artus, all diese Geschichten. Nur dadurch, dass praktisch unsere ganze Umwelt das jahrhundertelang geglaubt hat, müssen wir uns überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen. Also, oder deswegen muss man meines Erachtens nochmal darauf hinweisen, bei keiner anderen historischen Gestalt würde man sich überhaupt die Mühe machen, da groß zu diskutieren, könnte das sich so zugetragen haben oder nicht, sondern würde man sagen, Legende ist vielleicht ganz interessant, aber mehr auch nicht. Vor allem, ich meine, wegen dieser Wundertätigkeit und diesen ganzen übernatürlichen Kram, der drin vorkommt. Das ist quasi das, was sozusagen schon den größten Zweifel an der Historizität macht. Das heißt, so wie die Geschichten dastehen, müsste entweder die Naturgesetze vor rund 2000 Jahren anders funktioniert haben, oder da sind schon mythische Elemente, die Großteil mythische Elemente vorhanden, weil die eben die meisten Sachen, also neben den schlauen Sprüchen, die es von sich gibt, eben halt auf die Wundertätigkeit und Teufelsaustreibung und so weiter sich beruht. Und jetzt gibt es halt Historiker, die sich damit beschäftigen, und zwar die These vertreten, dass Jesus eine mythische Gestalt ist. Und da gibt es schon längere Zeit Robert M. Price, der auch dazu veröffentlicht hat, eine ganze Reihe, Earl Doherty und jetzt neuerdings
auch Richard Carrier, der jetzt relativ neu ist auf dem Gebiet. Und wenn man Nein. Richard Carrier befasst sich schon ganz lange damit. Nein, aber ich muss ja widersprechen, weil wenn man sich anschaut, was Richard Carrier geschrieben hat, dann hat er sich war auf einem Pfad, wo er am Anfang eben sozusagen die Historizität erstmals untersuchen wollte. Der macht ja das mit seinem wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz. Ja, am Anfang wollte der die sogar noch verteidigen. Ja, und dann hat er sich erst in seiner Überzeugung hin dorthin entwickelt, dass er jetzt für wahrscheinlicher hält, dass Jesus keine historische Gestalt ist. Das heißt, bei Richard Carrier kann man sagen, dass er sozusagen als Wissenschaftler Entwicklung hingelegt hat, wo er von der einen Seite auf die andere Seite oder sagen wir von einer neutralen Seite auf einer entschiedeneren Seite sich bewegt hat. Während halt Doherty und Price, soweit ich weiß, nur die These wieder vertreten haben, dass Jesus eine mythische Gestalt ist. Also insofern würde ich schon Richard Carrier als neueren Vertreter ansehen. Er ist, glaube ich, auch der jüngste von den dreien, ne? Ich denke, der müsste so auch Mitte 40 sein, denke ich. Also was ich sagen wollte, ist, er beschäftigt sich schon lange mit diesen Fragen. Er ist ja Historiker. Und was du sagst, ist auch typisch. Bei Robert Price ist es meines Wissens auch so. Der hat noch vor nicht allzu langer Zeit ein Buch veröffentlicht, The Christ Myth and Its Problems. Und das ist typisch für diese Vertreter, dass die erstmal, ich habe jetzt gerade vorhin noch ein Buch gelesen, Frank Sindler ist das, von den American Atheists. Ja. Der war also bei den American Atheists und die Gründerin, Madeline Murray O'Hare, glaube ich, heißt die, die hatte irgendwann auf einer Atheistenveranstaltung angekündigt, dass sie ein Buch schreiben würde, dass Jesus gar nicht existiert hat. Und da dachte er, oh Gott, also der Typ ist ziemlich belesen. Also ich glaube, belesen, das ist noch untertrieben. Der spricht spricht die Sprachen nicht, aber der kann viele Sprachen und kann dann entsprechend auch die Literatur lesen. Beispielsweise jetzt gerade in Sachen Jesusforschung, da haben ja die Deutschen und die Holländer viel, viel gemacht. Und da lohnt sich halt, wenn man auch dann für die Amerikaner, wenn die halt auch diese Sprachen können. Und dann wollte er der Madeline Murray O'Hare, damit die nicht die ganzen Atheisten blamiert, noch zureden, dass sie mal sieht, dass sich Jesus tatsächlich belegen lässt. Und dann hat sie ihm, er hat das dann verfolgt und hat sie gefragt, was ihre Argumente sind. Und seitdem hat er gemerkt, es gibt überhaupt keine vernünftigen, keine belastbaren Argumente dafür, dass es Jesus tatsächlich gegeben hat. Und dieser Einstieg scheint wirklich typisch zu sein für die Leute. Also jetzt nicht nur bei Carrier. Ich kann ja mal erzählen, wie das bei mir war. Also ich bin ja aufgewachsen mit evangelischem Religionsunterricht, wo halt Jesus-Geschichte und so weiter erzählt worden ist. Selbst war ich eigentlich nie gottgläubig, aber für mich war eigentlich bis schon immer irgendwie klar, dass Jesus wohl existiert hat, dass es irgendeinen historischen Kern gab. Und mit meiner Heirat mit einer Katholikin habe ich dann gesagt, okay, wenn die das glaubt, dann muss ich das wohl einmal ernster nehmen und mir mal genauer anschauen und habe dann erst so Bücher gekauft wie der historische Jesus, wo ein jüdischer Autor darüber geschrieben hat, was denn die historischen Kerne sind. Und der hatte die These gehabt, dass nur 10% aus dem Neuen Testament tatsächlich historisch sind und das sind hauptsächlich die Sprüche von Jesus. Dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und habe gesehen, dass von diesen 10% offensichtlich auch ein paar Sachen geklaut worden sind. Also was er gleich gemacht hat, sind so Sachen wie Weihnachtsgeschichte auseinandergenommen oder die über die Ostergeschichte. Das heißt, da sind ganze Sachen sofort weggefallen, weil die einfach widersprüchlich und unsinnig waren. Und er hat dann gesagt, okay, das Einzige, was wir jetzt historisch noch sagen können, und das war eine Publikation aus den, ich denke mal, 90ern, war, dass halt diese Sprüche authentisch sind und das ist der historische Jesus. Das ist 10%, ist das schon mal immerhin, hat er gesagt. Und dann habe ich mich weiterhin beschäftigt und kam auf diese ganzen komischen Seiten, die eben die Historizität in Frage stellen. Und ich habe, das ist immer der gesunde Skeptizismus, wenn man sagt, okay, um einem Gott nicht glauben zu können, muss man nicht Jesus weg definieren. Also Jesus kann ja durchaus rumgelaufen sein, kann seine schlauen Sprüche gemacht haben, kann auch gekreuzigt worden sein. Wiederauferstehung hätte ich schon ein kleines Problem damit, wenn es nicht irgendein Zaubertrick war. Aber man muss als Atheist nicht davon ausgehen, dass Jesus nicht gegeben hat. Jesus kann durchaus als Person rumgelaufen sein. Und das muss man auch bei der ganzen Diskussion haben. Ich meine, die einzigen, die neutral über die Existenz oder die Nicht-Existenz von Jesus historisch reden können, sind Deisten, Atheisten oder andere, die Agnostiker oder Gnostiker können auch darüber reden, weil für Gnostiker Jesus auch nicht rumgelaufen sein muss, aber nicht Katholiken und Protestanten. Die sind die einzigen, die quasi
durch ihre Glaubensvorstellung nicht über die Historizität Jesus reden können. Denn wenn Jesus für die nicht rumgelaufen ist und tatsächlich gekreuzigt worden ist, dann bricht alles zusammen für die. Und deswegen ist es auch irgendwie ein unfairer Angriff, dass man denen den Teppich jetzt so unter den Boden wegzieht und sagt, pfui, da ist er weg, da ist gar kein Jesus, und dann fallen die ins Bodenlose. Darf ich mal kurz einhaken? Der Teppich ist eigentlich von der historisch-kritischen Methode schon weggezogen worden. Denn um Christ zu sein, ja, selbst im minimalen Sinne, musst du Jesus eben nicht nur als Typ, als Jesus-Latschen-Typ akzeptieren, der mal irgendwann was gesagt hat, sondern du musst ihn als Gott oder als Erlöser, als persönlichen Retter akzeptieren, du musst an ihn glauben. Und damit ist nicht gemeint, dass du daran glaubst, dass mal so ein Prediger gegeben hat. Und da haben eigentlich die Deutschen oder die einigermaßen kritischen Theologen haben den Jesus eigentlich schon so weit entzaubert, dass du sagen kannst, naja gut, ich finde das ganz interessant, was Jesus gemacht hat, hier so, liebe deinen Nächsten, finde ich nicht verkehrt. Aber damit ist eigentlich der christlichen Religion schon der Boden entzogen worden. Das ist eigentlich eine Farce, was dann noch passiert. Nur jetzt geht man eben noch einen Schritt weiter. Aber die meisten Protestanten machen das doch. Die meisten Protestanten sagen, okay, Wiederauferstehung kann man nicht so glauben und so weiter, aber das ist die Philosophie von ihm und das, was dahinter steht, ist doch... Aber das ist schon im Prinzip kein christlicher, religiöser Glaube mehr. Das ist dann nur noch so wie... sag mal hier, Dalai Lama-Sprüche lesen. Ne? Das die Lehrformeln mit Doppel-E. Finden viele Leute auch erbaulich. Ne? So in die Richtung geht das. Ja, das ist ein Disclaimer, den ich vorneweg schicken möchte, dass es für uns Atheisten eigentlich nicht wichtig ist, ob das Jesus historisch oder nicht. Das ist uns eigentlich egal. Oder wie siehst du das? Ist das jetzt wichtig oder so, dass du jetzt sagst, ich kann meinen Atheismus nicht mal glauben? Wenn jetzt Jesus doch existiert hat, verdammt. Wie soll ich jemanden leugnen, der nie existiert hat? Ich möchte einfach nur sagen, dass wir da in einer relaxten Situation sind und jetzt nicht geifernd jetzt versuchen müssen, irgendwie was wegzudefinieren, sondern uns einfach zurücklehnen können und die Pfeife im Mundwinkel haben und ein Glas Sherry und sagen, jetzt gucken wir mal an die Fakten und schauen mal, was los ist. Und nicht hergehen müssen und sagen, oh, um Himmels Willen, wenn er gekreuzigt worden ist, dann ist mein Leben falsch. Dann ist alles falsch, woran ich nicht geglaubt habe. Ne, das ist quasi für uns eigentlich egal. Und so möchte ich auch sehen, also wenn wir die Historizität von Jesus mal beleuchten, dann machen wir das in einer unaufgeregten Version. Und was dann rauskommt, sehen wir dann. Das heißt, wir können Wahrscheinlichkeiten vergeben, wie Richard Carrier vielleicht. Also es ist insofern sehr interessant, weil wenn man die guten Bücher dazu liest, dann ist das wirklich immer wie so eine Detektivgeschichte. Diese Art von Detektivgeschichten, wo du so einen Fall lösen musst und Zusammenhänge erkennen und so Schlüssel, Rätsel lösen. Und das macht das Ganze sehr, also es ist einfach eine interessante Frage. Gerade weil so viele Leute wie selbstverständlich davon ausgehen, dass Jesus natürlich gelebt haben muss, ist es eine wirklich hochinteressante Frage, auch wenn sie letztlich akademisch ist, was du sagst, Christian, da kannst du in deinem Lehnstuhl sitzen und einen Tee trinken oder eine Pfeife rauchen und dich darüber austauschen. Aber es ist sehr interessant. Was soll ich sagen? Also ich hatte mir das Buch von Hermann Detering, Falsche Zeugen, bestellt. Das geht nur über diese 6 Kronzeugen. Ich glaube, es sind 6. Das sind diese alten Schriften, die Jesus tatsächlich oder angeblich erwähnt haben. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass ich das Buch durchlesen würde, weil ich dachte, na gut, da gucke ich mal, auf welche Ergebnisse er gekommen ist und mit welchen Argumenten. Aber gut, jetzt schreibt der Typ auch ganz gut. Ich habe das Buch an einem Tag durchgelesen, weil es wirklich gerade dieses Detektivische eben richtig Spaß macht zu lesen. Von daher kann ich also, wie gesagt, es geht mir eigentlich jetzt nicht um das, ich finde es natürlich spannend, wenn sich herausstellt, dass es nicht gegeben hat. Aber ich kann das nur empfehlen, Leute, die sich für sowas interessieren, weil die Auseinandersetzung damit tatsächlich spannend sein kann. Aber zurück zu Christian. Was ich jetzt gelesen habe, ist, ich habe diese Webseite von Ken Humphreys, die ist ja sehr witzig geschrieben und vor allem, weil er da alles mal auf Links gebürstet, die habe ich gelesen. Aber es was ein Buch, was ich empfehlen kann, was es eigentlich kompakt darstellt, ist das Buch von David Fitzgerald, Nailed 10 Christian Myths That Show That Jesus Never Existed At All. Also 10 christliche Mythen, oder Märchen, die zeigen, dass Jesus nicht existiert hat. Das ist sehr kompakt und bringt eigentlich die Argumente, die gegen die Historizität von Jesus sprechen und auch
eigentlich auch in der Reihenfolge, wie sie von Christen kommen, ziemlich schnell auf den Punkt. Und wir können ja uns mal daran heranhangeln. Und der erste Punkt ist auch der Punkt, der mich als erstes, als ich zum ersten Mal von dieser These gehört hatte, am meisten aufgestanden ist, nach dem Motto, wird jemand nuklear, zündet jemand eine Atombombe und versucht sich durch ein irres Argument rauszukegeln, ist die Idee eines mythischen Jesus nicht absolut lächerlich, in dem Sinne, dass doch alle sagen, dass es ihn gegeben hat und es allgemeiner Konsens ist, selbst in den Atheisten und in den Kritikern und so weiter, dass es ihn gegeben hat. Warum muss man über sowas reden? Es gab so ein Gegenargument, ja, dann können wir auch sagen, dass Julius Caesar nicht historisch war. Oder wir können überhaupt nicht sagen, dass irgendwas geschehen ist in der Vergangenheit. Zumal, bei Julius Caesar ja auch dem die eine oder andere Wundersache angedichtet wurde. Ja, zum Beispiel aber dafür, aber es gibt natürlich von Caesar selber eben auch seine Sachen, die ich erinnere mich noch, ich in der Schule auf Lateinisch lesen musste. ich erinnere mich noch an eine Prüfung, wo ich den Text komplett falsch übersetzt habe, weil ich dachte, Caesar stellt dar, dass diese Germanen alle total friedlich sind und keine Menschenopfer bringen und so weiter. Wurde so eine grammatische Konstruktion irgendwie falsch aufgefasst und tatsächlich hat er nicht beschrieben, wie grausam die Germanen waren, aber ja, das nur nebenbei. Also Caesar ist so ein Punkt, oder auch Augustus, der Kaiser, dem wurden ja wohl auch alle möglichen Wundertaten, auch so eine göttliche oder Jungfrauengeburt, ich weiß nicht genau, also auch solche Sachen angedichtet. Von denen weiß man trotzdem, dass die als Personen existiert haben und das ist bei Jesus eben nicht der Fall. Sie haben eigene Schriftstücke hinterlassen und so und es gibt zeitgenössische Chronisten, die das bezeugt haben und dergleichen, und archäologische Fundstücke. Ein fieses Argument an dieser Stelle ist auch immer, dass beispielsweise von Alexander dem Großen, da würde die erste Biografie auch, er wäre auch erst 500 Jahre später geschrieben worden und wenn man das anzweifeln würde, dann wüsste man ja gar nichts mehr. Da wird dann aber nicht erwähnt, dass diese Biografie, wenn ich mich richtig erinnere, sich auf die Berichte von zwei Zeitgenossen von Alexander stützt. Also einer war sein General, der bei diesen Feldzügen dabei war, und dann noch ein anderer, der irgendwie bei ihm dann nah war. Also es ist zwar richtig, dass die Biografie von Alexander 500 Jahre später geschrieben wurde, also nagelt mich jetzt nicht auf 500 Jahre fest, aber die Quellen, auf denen das basiert, das waren halt Augenzeugen. Und das macht dieses Argument eben unredlich, wenn wir jetzt Alexander nicht auch in Frage stellen wollen, dann müssen wir an Jesus auch glauben. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass dieses Argument richtet sich ja an die sozusagen Volkesstimme. Die meisten Leute sind ja auch überzeugt, dass Kolumbus gegenüber der Regierung in Spanien behauptet hätte, die Erde wäre rund und die hätte die These vertreten, dass sie flach wäre. Auch das ist falsch. Obwohl die meisten Leute denken, dass Kolumbus der Erste wäre, der behauptet hätte, dass die Erde rund ist. Das war schon Konsens, dass die Erde rund war, bevor der losgesegelt ist. Und nur weil alle glauben, dass sozusagen eine bestimmte Vorstellung vertreten, ist es eben kein Argument, dass die Vorstellung richtig ist. Wichtiger wäre natürlich, den historischen Konsens anzuschauen. Der historische Konsens ist wahrscheinlich Richtung historischen Jesus. Das heißt, es ist momentan eine wissenschaftliche Außenseitermeinung, dass es nicht gibt, aber es gibt, ist nicht so, dass keiner diese Meinung vertreten würde. Und ich glaube, es kann das zurückverfolgen, mindestens bis ins 19. Jahrhundert, dass es Leute gab und die auch durch Thesen, die gesagt haben, hier, das spricht für einen unhistorischen Jesus, also einen Jesus, der nicht existiert hat. Das heißt, es gab immer schon Außenseitermeinungen und den Geschichtswissenschaftlern, die gesagt haben, dass es existiert hat. Und das Problem ist natürlich, dass die Geschichtswissenschaft selbst ja, wie fast alle Wissenschaften in Europa, letztendlich, wenn man die Ahnengalerie zurückgeht, auf der Theologie herauskommen. Die ersten Doktoren waren halt in Theologie. Und aufgrund dieser Geschichte gibt es halt einen Bias, würde man auf Englisch sagen, dass Jesus eher geschichtlich sein muss. Viele Geschichtswissenschaftler halten sich aus der Sprache, aus dieser Diskussion deswegen raus, weil sie eben halt dann auch mit... Das ist karrieregefährdend. Genau, das ist karrieregefährdend. Das ist sozusagen wie, wenn man auf den Tisch kackt. Ne? Das macht man nicht. Aber so, um das nochmal kurz weiter fortzuführen, der Richard Carrier führt das ja auch aus, wenn das Argument gebracht wird, dass die überwältigende Mehrheit der Historiker und Theologen davon ausgehen, dass Jesus existiert hat, dann sagt Richard Carrier, ja, warte mal, wir müssen jetzt aber erstmal die Theologen und Forscher rausrechnen, die im Prinzip absurde paranormale Vorstellungen haben, also sprich Christen sind, weil in dem Moment, wo die daran glauben, dass Jesus wieder auferstanden ist und Wunder getan haben, haben die sich ja im Prinzip disqualifiziert.
Also es ist jetzt nur die Frage, gab es einen Jesus, der halt in philosophischer Art und Weise sprechend tätig war, aber nicht um einen Wunder-Jesus. So, die ganzen Evangelikalen muss man auch ausrechnen. Und dann gibt es jede Menge Agnostiker, die eben karrieretechnisch unter Umständen schweigen oder die sich einfach nicht sicher sind. Und dann sieht das Verhältnis schon gar nicht mehr so schlicht aus für die Mythizisten. Naja, ich denke, es gibt das Problem einmal, dass die Theologen schon angefangen haben, als man noch gar nicht so kritisch war. Also ja, als man einfach davon ausgegangen ist, dass Jesus, und dass sie mittlerweile auch selber vielleicht denken, sie sind kritisch. Also mein Eindruck ist auch, also diese historisch-kritische Methode, die machen sich selber was vor. Die sagen, die haben Paulusbriefe oder die haben Evangelien und dann sagen, na gut, da bestimmte Sachen, die sind offensichtlich später hinzugedichtet, die sind offensichtlich nicht wahr. So, und der Rest, bei dem das nicht so offensichtlich ist, bei dem glauben sie, das ist dann das Ursprüngliche, was tatsächlich da gewesen ist. Also, aber die Logik greift natürlich nicht. Der bloße Umstand, dass du nicht offensichtlich sagen kannst, dass es nicht, sagen wir, offensichtlicher Unsinn ist, so offensichtlich später herbeifantasiert wurde, heißt natürlich nicht, dass es tatsächlich so war. Das Problem ist natürlich, wenn du die Messlatte noch höher anlegst, dann bleibt nichts mehr übrig, also, an dem die forschen können. Sie sind kritisch verglichen mit Theologen aus dem Mittelalter, aber sie machen immer noch den Fehler, dass man ihnen sozusagen beweisen muss, dass irgendwas gefälscht war. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt sein. Derjenige, der was behauptet, ist in der Beweispflicht und eigentlich müsste man erstmal von dem ausgehen, wo man beweisen kann, dass es historisch ist. Ja, genau richtig. Und ich habe gerade vorhin gelesen, dass es bis zu Bart Ehrmanns Buch auch wohl gar keinen Ansatz gab, dass mal jemand sich die Mühe gemacht hätte zu belegen, dass ein historischer Jesus existiert hat. Also das ist so ein, es wird immer gesagt, die Beweise wären überwältigend, dass alle glauben das, also alle, die kompetent sind, glauben das. Aber es gab bis zu Bart Ehrmanns Buch Did Jesus Exist? Also so habe ich das verstanden. Ich bin jetzt nicht so vertraut mit der Materie, aber so stand das da drin. Gab es kein Buch, diese Mythizisten, die hätten sich ja, die freuen sich ja gerade, haben sich auch auf Bart Ehrmanns Buch mächtig gefreut, weil sie natürlich dann was haben, woran sie sich reiben können. Ne? Dann können sie sagen, okay, das und das, das überzeugt uns nicht, aber das und das, gut, da hat er vielleicht recht. Leider war ja Bart Ehrmanns Buch dann auch ein totaler Reinfall. Also das muss der Tiefpunkt seiner Karriere gewesen sein. Das Buch kann man sich wirklich schenken. Kann ich nachher noch was zu sagen. Weil es einfach unredlich ist und einen nicht weiterbringt. Da gibt es bessere Bücher, wie beispielsweise das von Fitzgerald, das ich leider erst gelesen habe, nachdem ich Bart Ehrmanns Buch zum ersten Mal gelesen habe. Also es fehlt noch, also auch nach Bart Ehrmanns Buch, gibt es noch keine Darstellung, die mal irgendwie versucht, systematisch zu belegen, dass Jesus existiert hat. Also es gibt vielleicht so evangelikale Apologeten, aber das ist natürlich nicht belastbar. Weil die zum Beispiel von falschen Voraussetzungen ausgehen. Die gehen zum Beispiel auf, dass die Evangelium, dass Lukas der Historiker der Bibel ist und deswegen alles, ja, was bei ihm steht, richtig ist, was ja ein weiterer Punkt ist, über den wir reden können. Aber das ist ein Hauptproblem der Apologeten, die sagen, wir müssen den Evangelien glauben, weil es Geschichtsbücher sind, weil es Historiker sind. Aber dazu kommen wir ja noch. AMB fragt gerade, welches Ehrmann-Buch, ich sage es nochmal, also von Bart Ehrmann, Did Jesus Exist, von 2012. Damit also sind wir schon bei dem ersten Punkt durch und wir kommen zum zweiten Punkt. Jesus war extrem berühmt. Jeder kannte ihn. Man muss ihn nicht belegen, weil alle von ihm sprachen damals, als er gelebt hat. Das war Tagesthema. Das ist deswegen. Das steht ja so bei Matthäus. Ja. Und das geht eigentlich mit Punkt 3, dass antike Historiker über ihn geschrieben haben. Und da gab es, ich weiß, ich habe den Artikel nicht mehr gefunden, aber es gab vor ein paar Monaten gab es eine Meldung auch beim Matthias Media Blog, dass über 100 Zeitzeugen von Jesus ihn nicht erwähnt haben, die sogar in derselben Gegend gelebt haben, die einfach nicht der Rede wert war. Aus Lebzeiten von Jesus gibt es keine Dokumente, die ihn erwähnen, als er gelebt hat. Für jemanden, der berühmt ist, ist das eigentlich schwach? Also eigentlich ist es schon eine Widerlegung der Tatsache für einen berühmten historischen Jesus. Denn die Historiker Philo von Alexandria, der quasi berühmter jüdischer Philosoph war, der müsste doch irgendwie drauf sich berufen haben. Der lebte zu der Zeit und es gab eine ganze Reihe von Historikern, die gelebt haben und die berühmte Persönlichkeiten eben berichtet haben oder die sich zur Aufgabe gemacht haben, die abstrusesten Religionen der Welt einzusammeln und zu publizieren. Und bei Christentum eine Auslassung gemacht haben. Wie Heinz Werner Kubitzer sagt, stell dir vor, ein Gott wird geboren und keiner merkt's.
Ja, ich habe gerade vorhin noch gelesen, dass jetzt Typen wie Bad Ehrmann sagen, ja gut, die meisten Leute, die damals gelebt haben, sind natürlich nicht erwähnt worden. Das Problem ist nur, dass damals jede Menge so Messias gab und auch die totalen Loser da irgendwo aufgezählt wurden von zumindest einigen dieser Zeitzeugen, die Christian genannt hat. Und selbst Jesus hat es irgendwie nicht geschafft, erwähnt zu werden. Und der Punkt, den man, also man kann zwei Punkte anführen. Wenn Bad Ehrmann beispielsweise sagt, ich nehme hier stellvertretend für diese Historizisten, von den meisten Leuten, die damals gelebt haben, hätten wir keine Belege. Das eine ist, man kann natürlich sagen, wenn Jesus jetzt so weit bedeutend gewesen sein oder einen Einfluss auf die Leute gehabt haben, dass er angeblich diese neue Religion ausgelöst hat. Die ist tatsächlich ausgelöst worden. Es gibt ja diese Religion immer noch. Ja, ja. Also, das ist Fakt. Ja, aber nicht, dass er sie ausgelöst hat. Ja. Aber also man kann natürlich sagen, dass jetzt ein spezieller Schriftsteller ihn nicht erwähnt hat. Das kann sein. Gut, es muss nicht jeder jeden erwähnen. Ja. Aber dass es eben so viele gibt, die auch Anlass gehabt hätten, eben weil sie auch über andere solche Leute gesprochen haben oder weil sie, sag mal, Erdbeben oder solche Sachen zusammengestellt haben, so Kuriositäten, oder weil sie, was Christian sagte, über Religionen oder Kulte geschrieben haben oder und auch eben in der Nähe waren, wenn natürlich von diesen vielen, vielen, vielen Leuten, die es hätten tun können, keiner Jesus erwähnt, dann spricht das natürlich irgendwann dafür oder dagegen, dass er, also das ist dann wirklich das Argument vom Schweigen. Wenn einer schweigt, kannst du nicht sagen, gut, dann hat es ihn nicht gegeben. Aber wenn natürlich alle schweigen, von denen man weiß, dann ist es problematisch. Zweiter Punkt ist, dass natürlich der Grund dafür ist, dass wir von den meisten Leuten keine oder nur ganz wenig Erwähnung haben, ist, dass die keinen eigenen Kult hatten, der nun wenige Jahrzehnte später angefangen hat, systematisch alles zu checken, ob die mal irgendwo erwähnt worden sind. Also die Christen haben es ja versucht. Die haben ja sofort es gab ja dann dieses schwarze Loch quasi des Christentums, so seit der Zerstörung Jerusalems bis zur Jahrhundertwende, also zwischen Beginn des zweiten Jahrhunderts dann. Anfang zweiten Jahrhunderts haben die Christen ja sofort versucht, eben zu gucken, ob Jesus mal irgendwo erwähnt worden ist, beispielsweise bei Josephus oder so. Dann gab es ja auch wieder Fälschungen. Und die hätten ja tatsächlich noch Zugriff, sag mal, gehabt auf solche Dokumente. Das ist auch noch ein anderes Argument, dass immer behauptet wird, die Evangelien wären zuverlässig, weil die Christen ja so großes Interesse daran hatten, alles irgendwie zu dokumentieren. Es lässt sich auch nicht nachweisen, dass sie irgendwas dokumentiert haben. Oder diese mündliche Tradition. Wenn sie jetzt so interessiert waren, das festzuhalten, warum haben sie es dann nicht schriftlich gemacht? Ja. Und dann gibt es noch ein interessantes Argument, was Carrier bringt. Also die Christen haben ja praktisch das, was übergeblieben ist, selber festgelegt. Die haben alles, was sich mit konkurrierenden Spielarten des Christentums befasst hat, bis zur Unkenntlichkeit ausgelöscht. Du weißt, kannst nur noch teilweise... Nicht nur das, wir reden ja von der Büchervernichtung der Antike. Also wenn wir mal anschauen, die Bücher, die in der Antike vorhanden waren, die Bücherei der Alexandria hatte über 200.000 Bücher oder Schriften. In Rom gab es Büchereien mit 30.000, 40.000 Schriften. Es gab also Büchereien damals, die waren, ja, eine gute Bücherei, hatte über 1.000 Bücher. Das wurde erst in Europa von Büchern, also mehr als 100.000 Bücher. Die erste Bücherei war im 18. Jahrhundert, wurde das erst getoppt, die Bücherei in der Antike. Davor waren alle Büchereien, hatten wesentlich weniger Schriften als die Antike. Wo sind die Bücher hin? Nur die meisten Bücher sind vernichtet worden, absichtlich, oder einfach nicht tradiert worden sind, weil Büchereien davon leben, dass man das quasi von einem Jahrhundert ins nächste trägt, indem man sie einmal kopiert. Und das war damals Abschreiben. Und das war eben halt, sobald denn das Christentum, die in Europa zumindest das übernommen hat, wurde nicht mehr geschrieben. Und die Ausnahme war natürlich der Islam. In die Bibliothek von Cordoba hatte im Jahr 1000 über 300.000 Schriften, hatte die Bibliothek von Cordoba. Dummerweise sind diese im 15. Jahrhundert von einem katholischen Bischof, der übrigens in Compostela verehrt wird, immer noch sind verbrannt worden. 3 Tage haben die gebraucht, bis sie die mutmaßlich Millionen von Büchern in der Bibliothek von Cordoba verbrennen konnten. Das heißt, diese ganzen antiken Schriften, die möglicherweise auch Belege oder Widerlegungen sind von Jesus,
auf die haben wir keinen Zugriff. Wir haben nur einen minimalen Anteil von den Büchern der Antike, auf die man noch zugreifen könnte. Und das meiste wurden aus zwei Gründen gelöscht. Der erste Grund ist, dass sie eben sich nicht mit Jesus beschäftigt haben, keine christlichen Geschichten hat. Das schließt übrigens Mathematikbücher und andere naturwissenschaftliche Fächer mit ein. Alles, was sich mit Jesus beschäftigt hat, war eben halt nicht überlieferungswert und wurde nicht kopiert und nicht übertragen. Aber die Sachen, die um Jesus gehen, die haben wir garantiert alle bekommen, es sei denn, sie waren kritisch. Und über die kritischen Sachen haben wir nur die bekommen, die quasi von den Kritikern geschrieben haben. Zum Beispiel gibt es das Buch von Celsus, von dem wir nur wissen, dass es existiert, weil das Werk Contra Celsus eben übermittelt worden ist, das Original nicht. Und wir kennen das Buch von Celsus über gegen die Christen nur aus der Kritik daran. Auch da haben wir wieder sozusagen ein Bias. Ich habe hier immer so eine schöne Diagramm, das kann man bei Wikipedia sehen unter die Schriftenvernichtung des Altertums. Es ist erschreckend, wie da die kulturelle Vielfältigkeit zurückgegangen ist. Und das ist auch ein Hauptproblem, wenn wir über die Historizität von Jesus reden. Wir haben nicht alle Quellen. Ich meine, es könnte sein, dass jemand über ihn geschrieben hat, Zeitgenossen, aber die alle sehr kritisch über ihn geschrieben haben und es deswegen vernichtet worden ist. Aber wir meinen zu wissen, dass es die nicht geschrieben haben, weil dann andere ihnen widersprochen hätten, und zwar Christen. Und die wären garantiert überliefert worden, wenn irgendjemand sozusagen gesagt hat, ja, dieser Jesus in Jerusalem, was der macht, das geht ja wohl gar nicht. Und dann hätte dann irgendein anderer Zeitzeuge gesagt, nee, das ist genau richtig. Oder ein Nachfolger hätte geschrieben, wisst ihr, vor 30 Jahren kam ja dieses Buch raus oder diese Schriften, dass der Jesus so einen Quatsch macht in Jerusalem. Und der wäre dann kritisiert worden von einem Christ später mindestens, weil die Schriften dann verteilt und verbreitet worden wäre. Aber davon haben wir eben nichts. Wir haben noch nicht mal das Echo von der Kritik oder das Echo von der Geschichte aus seinen Lebzeiten. Und das ist ein Problem, mit dem Geschichtswissenschaftler sich dann herumschlagen müssen. Dann, dass wir christlich geprägt sind, das Abendland, hat dafür gesorgt, dass die wissenschaftliche Basis dünner ist. So, jetzt nochmal zurück zu dem interessanten Punkt von Richard Carrier, der sagt, die historischen Bücher oder die Historien, die Geschichtsschreibungen, die überliefert sind, haben oft ganz plötzlich Lücken, genau in dem Zeitraum, wo Jesus nun auf Erden gewandelt sein soll. Und es gilt wieder, es gibt natürlich, es ist ja bekannt, dass von diesen alten Texten oft nur Teile überliefert worden sind, dann irgendwo am Anfang oder am Ende oder in der Mitte mal was fehlt. Aber dass bei vielen Büchern genau dieser fragliche Zeitraum fehlt, das ist dann natürlich irgendwie nicht kaum noch auf den Zufall zurückzuführen. Und es kommt hinzu, dass man bei manchen Büchern, also wo jetzt gerade dieser Zeitteil fehlt, irgendwie ja die Jahre unter Pilatus oder sowas, dass man dann später erkennt, wenn der Verfasser dann doch irgendwas geschrieben hat über Christen oder so, dass man dann erkennt, dass er das zum ersten Mal einführt, das Thema. Also, dass er es nicht in dieser Lücke erwähnt haben kann. Ja. Und Richard Carrier macht also in dem Buch, er hat ja zwei Bücher geschrieben. Das eine wurde vorhin erwähnt, Proving History, wo er praktisch sich mit der Methode erstmal befasst, der Jesusforscher. Können wir vielleicht auch noch was zu sagen? Und also er kritisiert praktisch das, was die Theologen machen, weil das nicht wissenschaftlich ist. Die sagen also, bestimmte Sachen sind plausibel oder möglich, aber das heißt eben noch nicht, dass die wahrscheinlich sind. Und im zweiten Buch, das jetzt im Sommer rausgekommen ist, On the Historicity of Jesus, da benutzt er jetzt praktisch seine Methode systematisch und checkt mal alle Sachen, die für die Historizität oder gegen die Historizität Jesus angeführt werden und wägt das ab eben nach so einer mathematischen Methode, dem Bayes-Theorem. Naja, also das ist jedenfalls ein Punkt, dass... Und er bringt das meist wahrscheinlich, dass er diese quasi die Wahrscheinlichkeit, dass diese Auslassung ist, ob das jetzt sagen für oder gegen Jesus spricht, hat er dann quasi dann berücksichtigt. Das ist wahrscheinlich der Punkt, den du machen wolltest. Also er vergleicht halt zwei Hypothesen. Die eine ist, Jesus hat tatsächlich irgendwie auf Erden gewandelt und einen Kult ausgelöst. Und das andere ist, Jesus ist irgendwie so eine Art Findung, so eine Art Zusammenmix aus den damaligen Gottesvorstellungen, der sich damals aus der Verbreitung der hellenistischen Kultur und dann mit Judentum und so weiter ergeben hat. Und generell ist es halt eben so, dass du sagen kannst, ja gut, wenn einer nicht über Jesus geschrieben hat, dann ist das im Grunde so zu erwarten. Ja. Oder wenn es mal eine Lücke gibt in dem fraglichen Zeitraum, dann lässt sich daraus auch nichts ziehen. Aber wenn natürlich keiner von Dutzenden oder Christian, du sagtest Hunderten oder zumindest 100 über Jesus geschrieben hat, auch wenn die über vergleichbare Sachen geschrieben haben, irgendwelche Hinz- und Kunst-Messiasse damals, oder wenn über die Sachen da berichtet haben.
dann fehlt es immer da. Und man sieht auch bei den Sachen, die erhalten sind, dass die dann nichts über Jesus geschrieben haben. Dann entsteht natürlich der Eindruck, dass hier die christliche Geschichtsschreibung gezielt, dass ihnen das peinlich war, dass keiner über Jesus geschrieben hat. Und das erklärt dann diese Lücken. Es erklärt sie besser, als wenn man von der These startet, Jesus hat existiert. Und rein zufällig, obwohl die Christen angefangen haben, alles zu dokumentieren über ihn, rein zufällig fehlen jetzt diese ganzen Seiten da in der Geschichtsschreibung. Und komischerweise hat auch keiner über ihn geschrieben. Also das ist so ein Beispiel dafür, wo es wahrscheinlicher ist, dass Jesus eben nicht existiert hat, als dass er existiert. Wobei natürlich nur sagen würde, dass ein wichtiger Jesus nicht existiert hat. Wenn jetzt sozusagen so ein Hinz und Kunz durch die Gegend gegangen ist, so ein Jesus-Hinz und Kunz und quasi nur ein bisschen gepredigt hat, so unter der Wahrnehmungsschwelle, der eben keine historischen Auswirkungen, keine Wunder und keine spektakuläre Kreuzigung, sondern sozusagen nur eine 0815-Kreuzigung, von dem wir nichts mitbekommen hätten, und eben nicht vor Pilatus geführt worden ist, sondern eben halt nur von einem römischen Offizier da abgeurteilt und zack gekreuzigt. So der Willibald Powers von Galiläa. Richtig. So einer wäre natürlich durchgerutscht, vor allem einer, der quasi dann eben nur sozusagen sein persönliches Umfeld geprägt hätte, der einen Eindruck dann unter seinen direkten Anhängern, die sozusagen mit 12 Leuten, ich denke mal nicht, dass das damals richtig aufgefallen wäre und als Sekte durchgegangen wäre. Also wenn man 100 hätte, dann hätten die darüber geschrieben, aber bei 12 ist das sozusagen noch an der unteren Grenze. Es könnte auch quasi auch ein Familientreffen gewesen sein. Naja, aber er ist ja zumindest, also dann muss man aber sagen, okay, das kann sein, aber er muss ja zumindest gekreuzigt worden sein. Oder er war so unbedeutend, dass er noch nicht mal gekreuzigt worden ist. Und dann hast du natürlich schon wieder ein starkes Loch in der christlichen Theologie. Ja, aber eine Kreuzigung ist ja eben etwas, was die sehr schnell gemacht haben, die Römer. Und was halt auch so en passant dann eben halt, okay, was hast du mir gesagt? Kreuz. Ja, bin ich nicht sicher. Also ich meine, ich hätte andere Sachen gelesen, dass die Römer tatsächlich da irgendwie so eine Art Prozessvorschriften hatten, also dass das normal alles seiner Wege gegangen wäre, was auch diese Story, dass Jesus da über Nacht mal eben verhört worden ist, ausgepeitscht und dann gleich zur Kreuzigung verurteilt, was auch diese Geschichte wieder unglaubwürdig erscheint. Also das meiste ist, dass Kreuzigung dann sozusagen ein Verbrechen ist, was man dann extra quasi dann auch angeordnet hat. Ich meine, wir lesen ja bei Josephus im jüdischen Krieg, liest man ja auch, dass sozusagen ein anderer Jesus gekreuzigt worden ist. Das kann nicht derselbe gewesen sein, war falsche Zeitalter und so weiter. Aber da wurde es dann auch explizit erwähnt, dass da quasi einer gekreuzigt worden ist als Abschreckung und zwar so, dass man das von den Stadtmauern von Jerusalem auch sehen konnte. Und ich meine, natürlich könnten Verschwörungstheoretiker sagen, okay, vielleicht war das die literarische Vorlage und so weiter, aber das würde schon wieder zu viel hineingeheimselt, meiner Ansicht nach. Denn schließlich gab es auch in dem jüdischen Krieg ein Jesus, der als Wanderprediger durch die Gegend gelaufen ist und wirres Zeug gesagt hatte, die Welt geht unter und so weiter. Und der wurde dann von einem Geschütz getroffen. Die hatten ja diese Katapulte. Ja, also ein Jesus, der von einem Katapult getroffen worden ist und der wirres Zeug vorgestammelt hat. Jesus war kein seltener Name, weil er hatte ja auch eine Bedeutung. Also das ist ja wie Joshua, das war ja gerade dieser genozidale Feldherr und von daher so ein populärer Name. Es ist derselbe Name, also wenn man das im Hebräischen schreibt, ist das einfach Jesus quasi nur eine moderne Aussprache desselben Namens. Das ist, wenn man Hebräischen liest, ist es Joshua, Jehoshua, ist es das, wie schreibt man das genau gleich? Das heißt, es ist kein neuer Name, Joshua. Aber stell dir mal vor, er wäre es gewesen, dann hätten die Christen jetzt alle immer einen Katapult um den Hals. Genau. Ja, und ich meine, dass viele Sachen im Neuen Testament, ich meine, sind ja Anleihen, die man im jüdischen Krieg liest. Also so bestimmte Storylines kommen da vor. Es gibt da auch einige, die zeigen da Parallelen auf zwischen jüdischen Krieg und den Geschichten im Neuen Testament. Und der jüdische Krieg von Josephus war ein sehr populäres Stück. Und wir hatten Josephus. Also Josephus wird ja zitiert als antiker Historiker, der quasi Jesus erwähnt hat. Tatsächlich findet sich in dem Buch zwei Stellen, in denen über Jesus geredet wird. Und zwar sehr positiv, so positiv, wie kein Jude über ihn reden könnte, ohne Christ zu sein. Dummerweise ist Josephus Christ, wenn man im restlichen Buch erkennt, oder spielt nur an einer bestimmten Stelle eine Rolle, die dummerweise auch noch an der falschen Stelle eingefügt ist, wo das Buch viel plausibler ist, wenn man das durchlesen würde, ohne diese Stelle. Oder diese beiden Stellen. Das heißt,
diese Stellen sind unter den sozusagen ernstzunehmenden Historikern eben schon identifiziert, als dass die eben nicht authentisch sind, nicht original also drin waren. Und die Frage ist einfach nur momentan, wie viel ist davon eingefügt? Ist das alles eingefügt? Ist es teilweise eingefügt oder welche Teile sind eingefügt? Das ist die Diskussion, die sie führen. Also hier vielleicht mal ein Beispiel. Es gibt ja dieses diese eine Stelle, wo Josephus tatsächlich, also es ist auch nur ein Beleg, also Josephus hat ja irgendwie kurz vor der Jahrhundertwende geschrieben, irgendwie in den 90er Jahren. Das, was er schreibt, kann also allenfalls als Beleg für Christen gelten, die das geglaubt haben, aber nicht dafür, dass Jesus tatsächlich da gewandelt ist. Ich glaube, Josephus sei erst nach Jesu vermeintlichen Tod geboren. Aber er schreibt halt da, Jesus war ein Mensch, wenn man ihn denn einen Menschen nennen kann, und er bezeichnet ihn auch irgendwo als Messias. So, den meisten Leuten ist natürlich klar, dass ein Jude jetzt nicht irgendeinen Wanderprediger als Messias bezeichnen würde. Von daher sind sich die meisten, zumindest kritischen Historiker und auch eben Theologen, einig, dass zumindest ein Teil von dieser Stelle gefälscht ist. Und jetzt Leute wie Bart Ehrmann, die sagen nun halt, ja, aber wenn man jetzt alles das rauslässt, was offensichtlich gefälscht ist, dann ist der Rest ja noch akzeptabel. Während andere sagen, wenn man diese komplette Erwähnung von Jesus rausnimmt, dann schließt der Text plausibel an, was du sagtest, Christian. Also ja. Wenn du das ist so eine Art störender Einschub, und nachher geht's da weiter, wo er vorher vor dem Jesus-Einschub aufgehört hat. Jetzt sagt Bart Ehrmann beispielsweise, sagt, ja, aber das war damals üblich, die haben halt ihre Bücher geschrieben und dann kam ihnen nochmal ein Gedanke, da haben sie das da eingefügt. Okay, mag sein, aber dann steht es trotzdem, würde ich mal sagen, 50-50, dass die komplette Stelle fabriziert ist oder dass es ein weniger spektakulärer, nachträglicher Einschub ist. Das ist nichts Belastbares, was die Historizität Jesus belegen würde, weil halt so die Stelle so verdächtigt ist, dass man nicht einfach sagen kann, ja, alles, was offensichtlich erfunden ist, ist erfunden und den Rest nehmen wir jetzt für bare Münze, wenn dieser Anschluss halt so schön passt. Und ja, die andere Stelle... Ich möchte noch sagen, wie sozusagen solche Einschiebe funktionieren. Das ist ja, man würde ja sagen, oh, da ist ja eine Verschwörung und so weiter, da muss ja irgendwie angeordnet sein. Das funktioniert eigentlich ganz, ganz einfach. Und zwar, was man hatten, die hatten ja früher schon auch diese Ränder an den Texten. Und was passiert sein kann, ist, dass am Rande jemand eine Notiz rangeschrieben hat an den Josephus. Das heißt, der Josephus war also hingeschrieben und dann hat jemand in den Rand hinein eine Notiz geschrieben, ne, zu dieser Zeit lebte Jesus und so weiter und so fort. Und wenn man überhaupt einen Menschen leben kann und so weiter, schreibt er sozusagen neben den Josephus dran, in den Rand hinein. Und dann kann es sein, dass in der nächsten Version, also das Buch muss ja immer abgeschrieben werden, weil dieses, das zerfällt ja, das Pergament oder das, worauf die geschrieben haben, Papyrus. Gut, Papyrus nicht so schnell, aber Pergament, das zerfällt. Und durch das Abschreiben hat dann sozusagen der nächste Schreiberling dann einfach das, was am Rand steht, einfach mitgeschrieben. Das heißt, nicht nochmal an den Rand reingeschrieben, weil sozusagen die Randstellen dann quasi frei bleiben, weil er muss ja sauber arbeiten, sondern hat einfach das, was jemand anders in den Rand geschrieben hat, dann jetzt in den Text eingefügt. Und es kann sein, dass er vielleicht in der nächsten Version das noch am Rand stehen gelassen hat oder als Fußnote, aber der Nächste hat es vielleicht dann einfach reingeschrieben. Und der Nächste, der es wieder abgeschrieben hat, der hat dann schon das Wissen verloren gehabt, dass das hineingeschrieben worden ist. Das heißt, diese Einfügungen oder diese Ergänzungen, die einfach dadurch entstehen, dass jemand quasi in den Text oder in den Rand etwas reingeschrieben hat, die gehen einfach, das Wissen, dass es Einfügungen sind, geht mit der Zeit verloren. Und so werden die Bücher immer dicker und dicker, weil jemand was dazu schreibt an der Stelle, um das zu erklären. Der Witz ist hier, oder die Ironie ist hierbei noch, dass in den meisten anderen populären Büchern von Bart Ehrmann er genau diesen Mechanismus immer erwähnt. Er befasst sich ja mit Fälschungen in der alten Welt, um eben zu, also Bart Ehrmann ist ja kein christlicher Apologet. Er war zwar hardcore evangelikal, aber ist dann Agnostiker geworden. Und zwar gerade wegen dieser Theodizee. Jetzt nicht, weil der Rest implausibel erschien, weil diese Leitfrage ihn, das erschien ihm nicht plausibel. Aber er hat sich ja dadurch profiliert, dass er letztlich diese, sagen wir, was schon allgemein gelehrt wird, an sagen wir, liberalen theologischen Fakultäten oder auch in Deutschland, die historisch-kritische Methode, dass halt die Gospel, also das ganze Neue Testament, zum Gutteil aus Fälschungen besteht und solchen Sachen, was du sagst, ob da eine Absicht dahinter steckte oder nicht. Ein Gutteil von Bart Ehrmanns Büchern basiert genau darauf. Nur hier, wo es ihm nicht in den Kram passt, bei Josephus, da sagt er nun gerade, ja, also benutzt das als Argument. Die andere, es gibt ja nur zwei Stellen bei Josephus. Die andere Stelle ist für Ehrmann noch wichtiger, weil Ehrmann eigentlich nur zwei Argumente anführt. Das eine davon ist, dass Jesus ja Brüder gehabt haben soll
Und Paulus hätte sich ja mit dem einen Bruder getroffen. Und Brüder kann ja nur ein historischer Mensch gehabt haben. Und also ein Beleg, den er sich da an den Haaren herbeizieht, ist, dass Josephus an einer anderen Stelle von irgendeinem anderen Typ, ich glaube Stephanus oder irgendeinem anderen Typ berichtet. Und das soll der Bruder von Jesus gewesen sein. Und da steht dann irgendwie Jesus, da ist dann irgendwie so ein Vermerk. Jetzt ist bei der Stelle ist aber das Problem, wenn du auch wieder diesen speziell christlichen Halbsatz oder was da dran steht, weglässt, dann kannst du natürlich diesen Jesus auf einen anderen Jesus beziehen, der vorher erwähnt wurde von irgendeiner von so einer Priesterfamilie oder so, ja. Sodass auch hier doch die Gefahr wirklich in der Luft liegt oder auf der Hand liegt, dass hier nachträglich, weil da so wie Christos, ne, dann haben die Christen haben hier bei dem, weiß nicht mehr welcher das war, ein Historiker mit T, glaube ich, haben den Christos gesehen und denken sofort, oh, das muss Jesus gewesen sein, ne? Obwohl das so ein populärer Name war. Und genauso hier, da taucht bei Josephus irgend so ein Jesus auf und der ist auch aus der restlichen Struktur des Textes plausibel. Und darauf baut Bart Ehrmann jetzt einen seiner beiden Kernbelege auf, dass Jesus eine historische Gestalt war. Das ist einfach also wirklich enttäuschend. Bart Ehrmann hat ja wichtige Bücher, das geben ja auch alle Mystizisten zu. Bart Ehrmann hat ja wirklich Großes geleistet sozusagen, dadurch, dass er diese kritische Sicht mal populär gemacht hat. Aber hier hat er wohl angefangen, ein Buch zu schreiben und wusste schon, was rauskam, obwohl er sich nie mit der Materie befasst hat. Also schreibt er auch selber, dass er vorher lange Zeit gar nicht wusste, dass die Historizität Jesus bezweifelt wird. Und dann hat er sich wohl entschieden, ein Buch zu schreiben, um das zu beweisen. Ja, und wenn man natürlich vorher glaubt, zu wissen, was rauskommt und dann vielleicht seinem Verleger schon sagt, ich schreibe da mal ein Buch, dann kommt halt so ein Mist raus, wenn man mit dem falschen Ergebnis anfängt. Sozusagen. Also das mit Christos war Svetonius. Also, und der hat geschrieben in der Geschichte, dass die Juden, die dauernd Aufstände gemacht haben, durch die Anstiftung von Christos aus Rom ausgeworfen worden sind. Und zwar unter Claudius. Obwohl Christos ist ein populärer Sklavenname gewesen, der also quasi für sich stehen könnte. Bedeutete, glaube ich, der Gute. Der Gute, ne? Das ist ein Griechisch, kommt aus dem Griechischen irgendwie, der Gute. Und dann haben die gesagt, da haben wir ihn. Da haben wir die Juden, die Christus, von Christus, wobei also die Stelle sich ja so liest, dass der Christus in Rom gewesen sein muss, damit er die Aufruhr machen konnte. Und ich glaube, dass Jesus in Rom war, behaupten jetzt nur ganz wenige Christen, glaube ich. Da gibt es ja mehr Leute, die behaupten, dass er in die USA gekommen ist. Oder nach Indien oder nach Japan. Also, aber Rom wüsste ich jetzt keinen, der behauptet, dass Jesus dort war. Aber vielleicht hat er das ja auch falsch verstanden, der Historiker, ne? Hat sich richtig auf die Reihe gekriegt. Und ja, aber das ist alles, was ja. Ich meine, das ist ja das, was man ja immer sieht, man pickt sich irgendwas raus und redet dann über. Ich glaube, es gibt 8 Stellen oder so, die dann herangeführt werden, weil Historiker sind. Und dann, wenn man sieht, dass er eigentlich das eine sehr aktive Geschichte war, Zeit für Historiker, wo Historiker sehr viel berichtet haben und auch sehr viel zu berichten gab, ist das eigentlich ziemlich knapp, weil man könnte eigentlich dann auch hergehen und andere Sachen sich erfinden und sagen, dass und die versuchen zu historisch zu belegen. Die kratzen das, holen das Letzte raus. Das ist wirklich Verzweiflung, die man da sieht, dass man versucht, diese Textstellen zu finden und dann auch, wie diese Textstellen verteidigt werden gegen alle Unbilde, das hat den Eindruck, dass da wirklich nichts ist, dass da nichts mehr ist. Sie können jetzt nicht immer mit neuen Textstellen kommen, die man vielleicht überlesen hat oder so, sondern die haben seit Jahrtausenden diese Sachen geschürft und nichts mehr gefunden. Diese Quelle ist versiegt und trocken. Möchte ich mal sagen. Das belegt ja gerade eben, dass die versucht haben, irgendwelche Belege für Jesu Existenz zu finden, aber eben keine gefunden haben. Oder wenn, dann überhaupt nur die von Josephus. Aber die Christen hätten, und das ist eben der Unterschied zu jedem galiläischen Hinz und Kunz oder Willibald, dass die keine Lobby hatten sozusagen, deren Tagebücher oder sonst was der Nachwelt erhalten hätte. Und da haben die Christen relativ früh angefangen. Ja, die nächste These, lassen wir die antiken Historiker, die späteren Antiken, also so 100, 200 Jahre später, haben die dann tatsächlich über Christen gesprochen, die existiert haben als Sekte, die eine Rolle gespielt haben und die an Christus verehrt haben. Das als historisches Beleg zu nehmen, ist natürlich insofern kritisch, weil sie unvoreingenommen die Historiker den Christen erstmal geglaubt haben, dass die Geschichte, die sie erzählen, wohl der Wahrheit entspricht. Wenn sie meinen, es gab einen historischen Jesus, dann gab es den wohl. Genauso wie beim Cargo-Kult die Südseeleute da von einem John Frum reden,
dann kann man durchaus erstmal ausgeben, dass es vielleicht mal einen amerikanischen J.I. gab, der so John Frum hieß oder so ähnlich. Da gibt es erstmal keinen Grund, dass ein Geschichtswissenschaftler das in Frage stellt und sagt, warum sollen die an eine historische, sich einen ausdenken? Sondern die würden einfach sagen, okay, ihr wisst schon, was ihr glaubt. Wir glauben euch, dass ihr daran glaubt, dass er existiert hat. Und wenn der halt nicht so historisch wichtig war, dann können wir davon ausgehen, dass es ihn gegeben hat. Sozusagen so eine unverfängliche Art, das eingeht. Aber es ist kein Beleg, dass er das wirklich gegeben hat und dass sie nicht gegeben hat. Und gegen die Existenz von John Frum spricht ja auch einiges. Also die konnten die haben ja alle Unterlagen gehabt von den amerikanischen GIs und Soldaten und die haben die nicht gefunden. Dummerweise haben wir solche Unterlagen nicht. Also ich habe mal gelesen, John Frum soll daher kommen, dass er bezeichnet wurde als John from America. Und dann haben die da John Frum draus gemacht. Und dass es jetzt keinen John gegeben haben sollte, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber es zeigt halt, wie selbst auf so, das ist ja erst ein paar Jahrzehnte her, das war doch irgendwie Zweiten Weltkrieg oder so, ne? Also meine These ist, dass auf diesen Umschlägen oder in den Briefen immer steht from to. From John so und so to so. Und daher kommt das from her, dass sie dir quasi dann gesagt haben, oh, von wem ist das? From John. Und dann haben wir gesagt, okay, der heißt so, John Frum. Ja, und das zeigt halt, selbst wenn das erst einige Jahrzehnte her ist und man hat sogar noch diese Dateien oder die Namen von den GIs, die da waren, wie schwer es ist, da zu einer Entscheidung zu kommen. Und die verwarnen sich auch dagegen, dass man quasi sagt, hört doch mal auf mit dem Quatsch, wir wissen, dass es nicht so ist. Verwarnen sich, das wäre eine Religionsbeleidigung. Ich weiß nicht, ob es Obama war, der gesagt hat, okay, ist ja gut, nicht? Also wir müssen ja nicht so tun, als ob es den gegeben hat. Und sagen, nee, das ist unsere religiöse Überzeugung, den hat es wirklich gegeben, das ist Kern unseres Glaubens. Die verwarnen sich dagegen, dass man ihn, den John Frum, als unhistorisch bezeichnet, obwohl man es in diesem Fall wirklich widerlegen kann. Kommen wir zu den Evangelisten und ich glaube, bei der Gelegenheit können wir auch Paulus mitnehmen. Also Evangelisten sind Augenzeugen über Jesus, von Jesus. Das ist jetzt der Mythos. Das ist der Mythos. Und dann, der christliche Mythos, ja. Der christliche Mythos. Es steht ja drin, hat ja jemand aufgeschrieben und wir haben ja nicht die Postleitzahl und die Adresse von denen und wir wissen, wie die heißen. Und die haben darüber geschrieben und die haben den wohl gesehen, die werden ja auch erwähnt, dass sie dann vorkommen, die Evangelisten, und erzählen seine Geschichte. Und damit hätten wir vier Historiker, die unabhängig voneinander die Historizität von Jesus belegen. Jetzt seid ihr platt, oder? Ja. Voll lachen. Ich bin etwas unterwältigt. Also korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liege. Aber das Erste, was mir da sofort aufgefallen ist, ist, wenn da jetzt ein Historiker wäre, der irgendwas aufschreibt, dann würde ich ja erwarten, dass der zunächst mal auf sich selbst Bezug nimmt. Ich bin Matthäus, habe in der und der Universität mein Griechisch gelernt und schreiben und jetzt werde ich mal chronisch tätig sein und ich habe Jesus hier und da begleitet und habe hier mit dem Dorfschmied gesprochen, der ein sehr ehrenwerter Mann ist. Der hat mir bestätigt, dass der in der Familie da und dort geboren wurde und so weiter und so fort. Das heißt, ehrlich gesagt, würde das noch nicht mal annähernd reichen, mich davon zu überzeugen, dass da irgendwas Paranormales geschehen ist. Aber das wäre ja so ein Text würde ich von einem Historiker erwarten, also Angabe von Quellen. Ja, wie ist das jetzt bei den Evangelisten? Gibt es da irgendwas? Es gibt ja noch nicht mal die Namen. Darf ich hier noch kurz einhaken? Ich hatte ja dieses Buch Cold Case Christianity gelesen, da versucht der Typ ja auch irgendwie zu beweisen, dass das alles Augenzeugenberichte sind. Und als Beweis für die Augenzeugenberichte nimmt er aber Zitate aus so Episteln, also aus diesen Briefen, die nach den Evangelien im Neuen Testament kommen. Das sind natürlich gefälschte Briefe von angeblichen Aposteln und die sind genauso drauf. Also die sagen jetzt nicht so historisch, ich habe mit dem und dem gesprochen. Die sagen ja oder erwecken den Eindruck, sie seien jetzt tatsächlich von Augenzeugen geschrieben. Und da steht das tatsächlich so drin, wie man das erwarten würde. Also ich ja hier, der, was weiß ich, Apostel so und so, hab das miterlebt, hier das Leiden unseres Heilands, die fangen tatsächlich so an. Also das heißt, man kann sogar zeigen, dass jemand, der zumindest den Augenzeugenbericht erwecken wollte, dass der tatsächlich so vorgegangen wäre. Aber die Evangelien behaupten ja noch nicht mal, sie seien von Augenzeugen geschrieben worden. Außer bei Johannes, aber das ist im gefälschten oder im nachträglich angefügten Schluss erst drin. Ja, die Evangelien sind pseudoepigraphisch, was ein schönes Wort ist für und die Autorenschaft wurde später erst erfunden. Das heißt, die haben nicht unter den Namen publiziert, die waren auch nicht bekannt unter den Namen, die Namen wurden erst später hinzugedacht, das muss der und der gewesen sein. Der Grund war, oder wolltest du es gerade sagen, Christian, dass für die Kanonisierung, also um jetzt, das gab ja alle möglichen Evangelien, die haben sich ja wohl sehr stark vermehrt da
in der fraglichen Zeit, irgendwie so zwischen 100 und 200, glaube ich. Und um jetzt tatsächlich offiziell zu gelten, musstest du halt irgendwie nachweisen, in Anführungszeichen, dass diese Texte nun von Jüngern oder zumindest irgendwie Jüngern verfasst wurden. Und deswegen wird ja eben traditionell gesagt, dass was Matthäus, das sei Petrus Schreiber gewesen und Markus sei der Arzt oder Geselle vom Paulus gewesen und Johannes, das sei der Lieblingsjünger gewesen. Wen haben wir noch? Lukas. Ja gut, bei Lukas wird das noch nicht mal behauptet. Also kann sein, dass sie irgendwas durcheinander gebracht haben. Vielleicht wird auch behauptet, Lukas sei der Gefährte des Paulus gewesen, weil er irgendwo ein paar Stellen eher von wir spricht. Also da erweckt er zumindest den Eindruck von Augenzeugen, so wie wir das gerade gesagt haben. Ja, und ich meine, dazu kommt noch ein anderes Problem. Erstmal hatte in den frühen Gemeinden sprachen die quasi nur von ihrem Evangelium. Und es ist wohl davon auszunehmen, auch wegen der Widersprüche, dass zu Beginn die immer nur ein Buch hatten oder eine Glaubensvorstellung und erst später die angefangen zu mischen. Und da gibt es ja noch mehrere. Ich glaube, über 16 weiß ich von den existierenden Evangelien, die noch weit mehr abweichen als die vier, die man letztendlich zusammengefasst. Und ich glaube, der erste, der die zusammengefasst hat, war Irenaeus in Lyon. Der sah also schon mal ganz weit weg und der hat gesagt, dass das die vier kanonischen Evangelien sind und die anderen eben nicht, die anderen heretisch sind. Wobei die zwei Kriterien, die es gab, waren A, man brauchte so eine apostolische Verfasserschaft und B, es musste mit der Lehre der Kirche übereinstimmen. Ja. Das waren die Kriterien. Und das sind ja auch wenn man die Bücher oder diese Schriften liest, sind die erstmal selbst, sind da bestimmte geografische Absonderlichkeiten, die zeigen, dass vieles von denen nicht sein könnte und die historischen Gegebenheiten stimmen nicht überein. Also wenn wir die Weihnachtsgeschichte anschauen, dann ist es eklatant. Wenn wir anschauen, was zu Ostern passiert, dann ist es nicht möglich, die in eine Zeitreihenfolge zu kriegen. Und wenn man allein schaut, wie viele Zeugen letztendlich bei der Auferstehung dabei sind, dann gibt es da eklatante Widersprüche. Auch wie die Auferstehung stattgefunden hat, ist unterschiedlich. Man kann wohl sagen, dass die Auferstehung wohl bei allen vier rüberkommt. Aber das liegt auch daran, dass die vier Evangelien wahrscheinlich darunter ausgefiltert worden sind von den anderen Evangelien, dass die Auferstehung drin vorkommt. Dass die alle auf dem gleichen Evangelium aufbauen. Die Evangelisten haben ja voneinander abgeschrieben. Genau. Ich würde gerne noch kurz einhaken, dass die Evangelien ja auch alle auf Griechisch geschrieben worden sind und von daher zumindest so gut wie gar nicht von diesen Aposteln abstammen können, weil die ja den Evangelien zufolge gerade ungebildete Fischer waren und irgendwo, glaube ich, auch in der Apostelgeschichte, glaube ich, ausdrücklich gesagt wird, dass, glaube ich, zumindest zwei davon nicht des Lesens und Schreibens mächtig wären. Das Problem ist natürlich, wenn man die Evangelien jetzt in Frage stellt, dass man gar nicht mehr sicher sein kann, ob die Anhänger Jesu tatsächlich Fischer waren oder ob das nur so ein Trick war, um diesen Menschenfischer-Idee zu bringen. Das rettet die Ehemannartigen Leute nicht, denn die müssten halt irgendwie plausibel machen, wie so diese analphabetischen Fischer dann nachher diese wirklich raffiniert verfassten Evangelien hätten schreiben können oder diktieren oder sowas zu Wege bringen. Ja, und deswegen sind sozusagen Evangelien, wenn man sie realistisch betrachtet und nicht sagt, das ist das inspirierte Wort Gottes. Allein schon die Widersprüche und wenn man das auch die Entwicklung, dass man sieht ja, dass die Wunder sich immer wunderlicher werden, dass immer mehr passiert, manchmal gibt es Doppelungen. Es gab eine ganze Zeit lang diese zwei Quellentheorie, dass es quasi aus dem Markus-Evangelium und einer unbekannten Quelle heraus dann das Lukas- und Matthäus-Evangelium und Johannes-Evangelium dann eben entstanden sind. Aber ich weiß nicht, ob das noch Konsens ist, weil diese Theorie kam daraus aus, dass sie gesagt haben, irgendwas muss ja wahr gewesen sein. Und aus diesen wahren Dokumenten wurde das andere gebaut. Also die Vorstellung, dass jemand sozusagen Markus geschrieben hat und dann sozusagen jemand Matthäus geschrieben hat und Lukas dann aus Markus und Matthäus dann sein eigenes geschrieben hat und Johannes sozusagen nochmal alle vier sie angeschaut hat und gesagt, okay, da schreibe ich jetzt meine eigene Geschichte draus. Die war einfach denen zu heretisch, den Historikern. Und deswegen musste das noch irgendwo eine Quelle geben, wo die halt eben nicht so pick and choose gemacht haben und sich dann sozusagen seine eigene Story ausgedacht haben. Wenn man aber so sieht, dass sozusagen jedes Evangelium nur für sich steht
und jetzt irgendeiner sozusagen sich aus einer Gemeinde verabschiedet und eine neue Gemeinde aufmacht und sich selbstständig macht und sagt, pass mal auf, um meine Gemeinde jetzt sozusagen zu gründen, mache ich jetzt sozusagen noch ein besseres Evangelium. Ich twiste das noch in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Und dann erzähle ich denen die Geschichte. Dann macht das Sinn. Dann fangen die an und sehen die anderen Dinger und kopieren sich was Neues zusammen. So gesehen spricht das eigentlich gegen noch eine unbekannte Quelle, die nirgends gefunden worden ist und die einfach nur aus einem Differenzvergleich aus den Quellen heraus gewonnen ist. Aus meiner Sicht ist das Einzige, was für diese Q-Quelle spricht, dass man vermeiden will, dass man sagen muss, Matthäus hat Lukas gekannt oder vorliegen gehabt, oder Lukas hat Matthäus gekannt, ja. Weil man natürlich ein Problem hat zu sagen, wenn Lukas jetzt die Weihnachtsgeschichte beispielsweise von Matthäus kannte, warum hat er sie dann nicht erwähnt? Warum hat er was anderes geschrieben? Und umgekehrt, wenn Matthäus Lukas vorliegen hatte, warum hat der was anderes erzählt? Aus meiner Sicht ist es ganz klar, das Matthäus-Evangelium ist so erbärmlich peinlich, dass es offensichtlich ist, dass man was Besseres brauchte, um halbwegs überzeugend rüberzukommen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Lukas eben Markus und Matthäus vorliegen hatte. Und das Josephus. Ist übrigens auch ein Argument gegen diese, und Josephus, genau. Das ist übrigens auch ein Argument gegen diese Augenzeugentheorie, dass wenn Matthäus oder Markus oder Johannes Augenzeugen gewesen wären, dass sie dann nicht von Markus so deutlich abgeschrieben hätten. Das geht ja in wörtliche Wiedergabe ganzer Verse oder Textteile. Also nicht nur sinngemäß, sondern wörtliche Wiedergabe von dem, teilweise ist davon. Ja, ich habe mal folgenden Vergleich gehört, ich glaube von David Fitzgerald, da hat das mal gesagt, dass man das eher vergleichen muss wie ein wie so Boulevard-Artikel, die voneinander durchaus kopieren und daher kommt, dass das an einigen Stellen verdächtig wortwörtlich ist. Das ist ja genau das, was wir von Augenzeugen nicht erwarten. Ne? Die sollten sich schon in kleinen Details vielleicht unterscheiden, aber dann hat halt jeder da irgendwie noch etwas angefügt, was der für wichtig hält. Ja, und ich denke mal, insofern scheiden die Evangelisten aus. Also man könnte es vielleicht runterbrechen und sagen, okay, vielleicht ist es nur Markus, der authentisch ist und Augenzeuge war, aber auch Markus hat quasi Fehler gemacht und Widersprüchen. Und insofern ist auch die Botschaft von allen vier, ist ja offensichtlich liturgischer Natur. Es geht darum, zu überzeugen, dass dieser Jesus diese Eigenschaften hat. Die haben ja eine Intention, die Geschichte zu verkaufen. Es ist kein neutraler Text, der dafür schreibt. Das ist sozusagen ein Text, das von jemandem geschrieben worden ist, der die Christus-Story verkaufen möchte. Und das gilt selbst für Lukas, der wird ja immer als Historiker unter den Evangelisten aufgeführt. Lukas erweckt zwar den Anschein, er sei Historiker, aber es ist offensichtlich, dass er selber Geschichten erfindet, weil die gerade passen. Und er arbeitet ja nicht wie ein Historiker. Er sagt ja eben gerade nicht, man hat ja die Texte wie Historiker, gute Historiker damals gearbeitet haben. Und selbst bei Kirchenvätern, dass die sagen, der und der Verfasser hat das und das geschrieben und so weiter, das macht Lukas ja nicht. Er sagt, er nennt seine Quellen ja überhaupt nicht. Genau, und auch der Mann halt auch andere Geschichten hineinkopiert, die quasi aus anderen Mythologien sind. Und das spricht irgendwie gegen die Historizität, weil wenn das Augenzeugen wären, warum sollen die plötzlich dann andere Geschichten hineinkopieren, wie zum Beispiel Lazarus, den es vorher sozusagen in der ägyptischen Mythologie vorher auch schon gab und der als Al-Lazarus eben schon wieder auferweckt worden ist. Warum soll man den dann nochmal, warum soll Jesus ausgerechnet jemanden, der zufälligerweise genauso hieß, schon wieder von den Toten auferweckt haben? Wenn man so viele Kopiersachen hat, wo man weiß, das wurde offensichtlich reinkopiert von anderen Sachen, warum macht man sowas? Und deswegen. Es gibt ja wohl diese Geschichte, Entschuldigung, von so einem Fischzug, wo dann genau die Nummer, die Zahl der Fische angegeben wird und die Zahl entspricht genau von so einer anderen Legende, ich glaube von so einem Mathematiker gibt es die. Und das deutet nun sehr stark darauf hin, dass diese Geschichte einfach nur Jesus zugeschrieben wurde. Ich befasse mich ja länger damit, aber dieses Buch hier das neuere Buch von Richard Carrier on the Historicity of Jesus, das war wirklich ein Augenöffner. Und ich habe mich ja häufig über Evangelien lustig gemacht, mach das auch jetzt noch gerne, besonders über Matthias, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, Matthäus. Der sag ja sagt, Matthias. Es sei so eine Prophezeiung wahr geworden, dass Jesus Immanuel heißen sollte, wo man sich natürlich an den Kopf fragt und sagt, ja, wieso wird wenn er Jesus heißt, wieso wird dann die Prophezeiung wahr, dass er Immanuel heißt? Und dann wird ja erklärt in der Erklärungsbibel halt, das heißt irgendwie, Gott ist mit uns oder bei uns. Das hat aber schon alles seinen Sinn, weil Carrier zeigt, dass, also zumindest die drei Synoptiker, also Markus, Matthäus und Lukas, dass die von der Struktur her, das muss man sich so vorstellen wie so ein Gedicht, also das haben die wohl damals so gemacht, die haben genau
also die Verse oder die Geschichten, die korrespondieren miteinander. Also ganz am Anfang von Markus heißt es eben, also bei der Geburt, dass Jesus, das bewahrheitet sich, dass er Immanuel heißt, Gott ist bei uns. Und am Ende von seinem Evangelium, da verabschiedet, oder man weiß eigentlich nicht, ob Jesus sich verabschiedet, da sagt Jesus ja zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Was sagt er vorher? Ist noch der Wahlspruch der Militärseelsorge. Geht hin zu allen Völkern und lehrt sie, halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage oder so. Und dieses ich bin bei euch, das bezieht sich auf einen der letzten Verse von dem Evangelium. Und das ist alles so gespiegelt. Ne? Also da sind so Strukturen, und ich kann das jetzt nicht im Einzelnen sagen, aber der Punkt ist, oder du hast erst Heilung und dann hast du wieder so eine Bootsfahrt über den See und dann hast du wieder eine Menschenmenge und sowas. Und diese Struktur ist so, sag mal, gekünstelt, dass völlig klar ist, dass die sich die Geschichten passend gemacht haben. Es gibt ja, glaube ich, bei Mark auch diese zwei Speisungen, einmal der 4000 und dann einmal der 5000. Und das lässt sich eben genau erklären, dass Mark diese speziellen Geschichten, also jetzt hier Jesus, ein Mann kommt zu Jesus und dann heilt er eine Frau, oder dann kommt eine Frau zu Jesus und dann heilt er einen Mann oder irgendwie sowas. Diese komplexe Struktur, die aber wohl damals für solche Sachen üblich war, die belegt halt, dass es überhaupt nicht darum ging, irgendwelche Fakten zu erzählen, sondern die legt, also da schrillen praktisch alle Alarmglocken, dass sich alle Evangelisten die Geschichten, bei Johannes ist das wohl alles so vermengt, dass man das nicht mehr so klar sehen kann, sondern nur so stückweise. Aber das macht, da müssen alle Alarmglocken schrillen, dass diese Geschichten vom Evangelisten nur deshalb dort erwähnt wurden, weil die ihm in sein Muster reinpassten. Und dann kann es halt sein, dass die wahr sind. Es kann aber genauso gut sein, dass die erfunden sind, weil man gerade sowas brauchte. Ne? Das ist ja bei Matthäus offensichtlich. Da kommen ja immer gerade zwei Behinderte, die geheilt werden. Zwei Blinde, zwei Taube und so weiter. Jesus reitet ja auch eben auf zwei Eseln beim Einzug in Jerusalem, weil das ja auch in so einer Prophezeiung drin stand. Und das hat übersetzt, mich, ne? Das hat mich nochmal überzeugt. Carrier, ein wichtiger Punkt bei Carrier ist, und das greift, glaube ich, auch für unsere Diskussion hier. A, es ist völlig offensichtlich, dass alle Evangelisten alle möglichen Dinge erfunden haben oder auf Quellen zurückgegriffen haben, die offensichtlich erfunden waren. Und dass die Storys, die sie berichten, nicht deshalb berichtet wurden, weil die tatsächlich passiert sind oder weil die ein Interesse an der Realität hatten oder an der Geschichte, sondern weil die denen in den Kram passten, entweder aus theologischer Sicht oder aus literarischer Sicht. Und dann kannst du eben selbst bei den Sachen, die nicht offensichtlich erfunden wurden, kannst du aber nicht, die sind nicht mehr belastbar. Es kann sein, dass die stimmen, aber es kann genauso gut sein, dass die erfunden wurden. Und damit brechen halt alle Gospel, alle Evangelien als Quelle für den historischen Jesus sind unzuverlässig. Kann sein, dass da was Wahres drinsteht, aber sind nicht belastbar. Tja, dann bleibt uns noch Paulus. Und seine Briefe. Ich meine, Paulus wird ja angesehen als der, als die mit, also mit dem Offenbarung des Johannes, also über die wollen wir jetzt nicht reden, weil das ist ja eher eine Zukunftsvision gewesen und keine historische Beschreibung. Das heißt, da kommt der Jesus eher in der Zukunft vor, der als Richter dann auftritt und das auch nur in der Nebenrolle mit einem Schwert, mit einem zweischneidigen Schwert, das ihm aus dem Mund hängt. Lustige Stelle. Kann ich jedem nur empfehlen zu lesen. Und aber Paulus. Das nennt man dann scharfe Zunge. Genau, ne, also scharfzüngig richten. Zweischneidig das Schwert, es kann in beide Richtungen gehen. Aber Paul ist ja der Erste, sozusagen die Briefe von Paulus werden ja noch älter angesehen als die von Markus, also das Evangelium von Markus, wenn man die nach der historischen kritischen Methode. Und Paulus. Also vielleicht für die Zuhörer, Paulus soll ja der Sage nach um 64 rum in Rom getötet worden sein. Also das hätte sich quasi um die 30 in den drei Jahrzehnten nach Jesu vermeintlichen Tod abgespielt. Wäre also noch so in der ersten Generation gewesen. Ja. Und die Evangelisten haben wohl alle erst nach der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 geschrieben. Ein Grund ist auch, dass Paul die nirgendwo erwähnt, also die wohl nicht kannte. Ein anderer Punkt ist, dass die Anspielungen auf die Zerstörung von Jerusalem so offensichtlich sind, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Autoren und auch die Leser das kannten. Also beispielsweise diese Selbstverfluchung bei Matthäus, dass die Juden, als Jesus verurteilt wird, dass die Juden sagen, sein Blut komme über uns. Das ist ja offensichtlich absurd.
Es sei denn, man hat tatsächlich noch die Zerstörung Jerusalems und die Vertreibung der Juden aus der Heimat praktisch direkt vor Augen. Ja. Dann ist das Ganze, sagen wir mal, unproblematischer. Ne? Und viele solche Anspielungen, die dort nehmen darauf hin, dass die Evangelien alle erst ab 70 oder später geschrieben wurden. Also normal sagt man so 70 bis 100. Es gibt natürlich immer irgendwelche Hardcore-Apologeten, die sagen, ja, das ist schon alles wie früher. Also auch Benedikt hat doch gesagt, dass er das direkt von Maria bekommen hat, die Geschichten. Das hat er in seinem Buch. Ja, und die Apostel waren ja im Nebenjob auch Priester im Jerusalemer Tempel und konnten deswegen lesen und schreiben. Das hat er auch geschrieben? Ja. Naja, also Benedikt hat nicht gesagt, dass es waren, aber er hat gesagt, es sei ja möglich gewesen. Also es gab damals Priester im Nebenjob und die konnten dann lesen und schreiben und deswegen hätte das alles so sein können. Ein typisches Beispiel davon, wie man aus der reinen Möglichkeit, also im Englischen klingt das ja besser, Possibility and Probability, ne? Wie aus der möglichen abgefahrenen Possibility auf eine Probability geschlossen wird. Also Benedikt sagt nicht, dass es so war, aber er zeigt Wege auf, wie du dir als frommer Katholik das immer noch so retten kannst, dass das alles stimmt. Ja. Und jetzt, also Paulus selbst, ich meine, das hat überrascht Christen auch. Paulus sagt selbst, dass er Jesus nicht getroffen hat, sondern Jesus ist ihm begegnet in einer Vision. Und dort ist ihm auch alles offenbart worden über Jesus. Das heißt, alles, was Paulus über Jesus weiß, weiß er nicht etwa, weil er mit Verwandten von ihm gesprochen hat oder mit anderen, mit Aposteln oder sonst was, sondern das ist alles nach Paulus eigener Aussage in einer Vision erschienen. Damit scheidet er eigentlich als historische Quelle schon mal völlig aus, weil jemand, der sich quasi die Sachen aus sozusagen nicht nur aus der Nase zieht, sondern damit auch prahlt, dass er das in einer Halluzination gesehen hat, der ist kein glaubwürdiger Zeuge. Paulus hat zwei Quellen, auf die er sich beruft. Das eine ist die Schrift, also dass er die ihm damals vorliegenden alttestamentarischen Texte interpretiert hat, das wird ja auch an vielen Stellen deutlich, also wenn Jesus am Kreuz irgendwie so mit so einem Schmerzensmann oder leidenden Gottesknecht aus irgendeinem Alten Testament Psalm da verglichen wird, also auch die Äußerungen, die Jesus am Kreuz tut, sind ja genau die Sprüche, die aus diesem Psalm kommen, oder die ersten Christen haben wohl das Alte Testament irgendwie gedeutet und da haben sie gesagt, ja, dann nur, also beispielsweise, Jesus sei nach 3 Tagen auferstanden, gemäß der Schrift. Ja. Da muss man ja wirklich sagen, ist das jetzt so, weil Jesus tatsächlich nach 3 Tagen wieder auferstanden wurde, oder ist das, weil das zwar aus der Schrift herausgelesen wurde? Und die andere Offenbarung, das war aber damals wohl so üblich. Also heute denken wir hier, du hast Stimmen, geh mal zum Arzt. Damals war das eine anerkannte Form der Wissensgewinnung. Das ist die Quelle, wenn er sich direkt auf Jesus oder Gott beruft, dass er das als Eingebung bekommen hat. Und es gibt ja eine Stimme, ich glaube im Galaterbrief, eine Stelle, wo er sagt, er hat also seine Vision gehabt und dann ging er erstmal, ich glaube, für 3 Jahre nach Arabien oder Damaskus. Und dann ist er mal nach Jerusalem gegangen, jetzt beharrt er aber darauf, dass er nur Petrus da gesehen hat und ich glaube Johannes, ich glaube im Englischen heißt er James oder Jakobus, den Bruder des Herrn. Ja. Und das ist jetzt Bart Ehrmanns anderer Beleg für den historischen Jesus, dass Paulus ja den Bruder des Herrn getroffen hat und deswegen, also ein Bruder kann ja nur vom historischen Jesus existieren. Also ich würde ja sagen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn ich jetzt die echten Apostel wäre, ne, so die 12 Originale, und dann kommt dieser Paulus daher und evangelisiert da erfolgreich, selbst wenn es gar keinen Jesus gegeben hätte, würde ich dem Typ vorgaukeln, dass es ihn gegeben hat und dass wir den direkten Draht zu ihm hatten, alleine schon, damit der nicht seinen Irrglauben sozusagen da verbreitet. Da müsste man, also wenn es den historischen Jesus nicht gegeben hätte, hätten die Apostel ihn quasi erfinden müssen, alleine um Paulus da an der Leine zu halten. Ehrmanns Argumentation beruht halt darauf, dass er sagt, Paulus, also erstmal, um da fortzusetzen, was Christian gesagt hat, Paulus rühmt sich gerade dessen, dass er seine Erkenntnisse nicht von irgendwelchen, aus zweiter Hand gekriegt hat, sondern aus der Schrift und aus der Erkenntnis. Und auch als er nach Jerusalem gegangen ist, hat er sich nur mit Petrus getroffen und diesem Jakobus, Bruder des Herrn. Und Ehrmanns Argument beruht jetzt darauf, dass Jakobus, der Bruder des Herrn, ein leibhaftiger Bruder gewesen sein muss und nicht irgendein Typ, der nur so genannt wurde. Und das setzt aber voraus, und Ehrmann begründet das, dass Petrus ja im, sagen wir, metaphorischen Sinne auch ein Bruder des Herrn wäre. Wenn man jetzt alle, und das ist wohl, Paulus bezeichnet wohl grundsätzlich die Christen immer als Brüder im Herrn oder Brüder des Herrn oder sowas. Ne? So, und also er benutzt ja
Bruder des Herrn gerade, um Jakobus von Paulus zu unterscheiden. Und wenn Paulus jetzt auch so ein Bruder, so ein metaphorischer Bruder gewesen wäre, also dann würde diese Unterscheidung nicht funktionieren. Aber Ehrmanns Argument funktioniert nur, wenn man davon ausgeht, dass dieser Jakobus eben sowieso schon der Bruder des Herrn war. Was Carrier sagt und was sich eben auch nicht widerlegen lässt, ist, das kann ja ein ganz anderer Typ gewesen sein. Das kann ja ein Jakobus gewesen sein, der gar kein Jünger war. Ne? Dann gab es vielleicht einen Jünger Jakobus, aber dann wollte er gerade diesen Jakobus von dem Originaljünger unterscheiden. Ne? Und Ehrmann, der Punkt ist, dass Ehrmanns Argument nur funktioniert, wenn er sowieso schon davon ausgeht, dass der Jakobus hier der leibhaftige Bruder des Herrn war. Und so kann man nicht argumentieren. Zirkellogik. Ja, also das macht sich immer wieder bei Ehrmann bemerkbar, dass Ehrmann von dem, was er eh schon glaubt, dass das irgendwo mit einfließen lässt. Und auch in dem noch ein interessanter Punkt. Auch wieder, was Ehrmann völlig durcheinander bringt, weil er einfach sich zu wenig mit dem Thema beschäftigt hat. Carrier macht deutlich, es gibt zwei Begriffe. Das eine sind Jünger, das andere sind Apostel. Jünger sind Leute, die tatsächlich mit einer historischen Person zugehört haben. Also so wie Schüler. Heute würde man, bei Philosophen würde man jetzt nicht von Jüngern sprechen, sondern von Spähmanns. Hoffentlich hat er keiner, aber. Ja, aber doch. Da würde man von Schülern sprechen. Apostel sind Botschafter. So. Und du kannst jetzt eben Apostel sein, ohne dass es überhaupt diese Person leibhaftig gegeben haben muss. Du kannst ja deine Botschaften vom, sagen wir mal, metaphysischen Jesus erfahren. Und dessen Apostel sein. Und der Gag ist jetzt, wenn man einmal diese Unterscheidung kennt, dann fällt eben auf, dass Paulus sich immer nur als Apostel bezeichnet und auch Petrus nur als Apostel, aber nicht als Jünger. Und wenn man dann Ehrmann liest, dann merkt man, dass Ehrmann immer aus den Aposteln oder häufig aus Aposteln Jünger macht. Ne? Dass er glaubt also automatisch, dass die dann auch tatsächlich Jesus irgendwo auf der Erde gefolgt sein müssen, obwohl der Text das nicht hergibt. Und dann merkt man, dass Ehrmann sich A, zu wenig damit beschäftigt hat und B, die Texte auch sozusagen nicht offen für den Mystizismus lesen kann, weil ihm dieser Hintergrund fehlt. Und also Paulus bezeichnet sich nur als Apostel und die anderen auch als Apostel. Da reitet er häufig drauf rum. Und es gibt noch ein anderes Problem mit Paulus, und zwar Paulus selbst wird auch nicht von Historikern erwähnt. Man sagte, dass Paulus ja diese treibende Kraft war für das Christentum und sie dann verbreitet hat im ganzen Mittelalter und die ganzen Reisen gemacht hat, die also abenteuerliche Routen auch sind und aus dem Gefängnis mit Engelhilfe ausgebrochen ist. Also die ganzen Paulus-Geschichten, die beschrieben sind, sind ja wirklich abenteuerlich. Aber die Historiker haben von Paulus nichts wahrgenommen. Das war offensichtlich für die frühen Christen noch ein kleineres Problem als Jesus. Aber man findet den nicht in der Geschichte. Man findet, was man von ihm findet, und das unterscheidet ihn von Jesus. Also das spricht eigentlich für die Historizität von Paulus, ist, dass von ihm Briefe existieren. Andererseits kennen wir spätestens seit Goethe aus den Leiden des jungen Werthers, von dem wir auch nicht ausgehen, dass Werther eine historische Persönlichkeit war, obwohl wir von ihm einen ganzen Briefroman bekommen haben. Da können wir bei anderer Gelegenheit auch nochmal hier den Hermann Detering besprechen. Das ist so ein Radikalkritiker, der auch plausibel dargestellt hat, dass Paulus eben komplett erfunden ist. Dass also auch die Briefe, die die Theologen als echte Paulusbriefe betrachten, später erfunden wurden, vermutlich von diesem Markion und auf der Legende von diesem Simon Magus, glaube ich, beruht. Ja, das führt jetzt zu weit, aber die Frage, ob die Paulusbriefe echt sind und aus der Zeit, das ist auch nochmal eine Frage, das ist eine Sache, die man nicht einfach so hinnehmen kann. Ja, und selbst wenn Paulus historisch wäre, taucht er eben nicht als Zeitzeuge. Denn ein anderes Problem ist auch, er schreibt ja selbst, dass er sozusagen der oberste Christenverfolger wäre. Und obwohl er in der Zeit gelebt hat, hat er quasi Jesus nicht mitgekriegt. Er war in Jerusalem zu der Zeit, er müsste davon irgendwas mitgekriegt haben. Aber davon schreibt er nicht. Er schreibt nicht, was seine Rolle war, als Jesus mutmaßlich gekreuzigt worden ist. Das ist auch schon wieder inkonsistent in sich. Das haben entweder die Erfinder von Paulus nicht bedacht oder Paulus, wenn es ihn gegeben hat, hat sich damit abgefunden oder es war ihm nicht so wichtig. Man kann auch Paulus ist überhaupt nicht interessiert an einem historischen Jesus. Für Paulus ist nur entscheidend, Jesus ist gekreuzigt zur Vergebung der Sünden und jetzt können wir alle irgendwann in Bälde wieder auferstehen. Das ist alles, worauf er rumreitet. Ich meine, der Jesus von Paulus, der könnte auch quasi direkt nach Adam
gekreuzigt worden sein, um seine Sünden wieder zurückzunehmen. Und zwar nicht hier auf der Erde, sondern in einem virtuellen Himmel irgendwo, der quasi dann, gleich nachdem Adam die Sünde begangen hat, Jesus sich quasi als göttliches Wesen dann für die Menschheit geopfert hätte und gekreuzigt hätte und dann sein Menschenopfer gebracht hat, um das zu bringen. Das wäre ein Paulus, den man auch hineinlesen könnte in Jesus, den man hineinlesen könnte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was vielen ja nicht klar ist, ist, dass die Evangelien eben, obwohl sie im Neuen Testament vor den Episteln kommen, also den Briefen, dass die Briefe, also zumindest die als authentisch gelten, früher sind und die Epistel später. Und wenn man jetzt sich diese angeblich authentischen Paulusbriefe anschaut, die also deutlich machen, was die ersten Christen mutmaßlich geglaubt haben, dann ist es also nicht so, was du sagst, Christian, dass man ja herauslesen kann, dass das gleich nach Adam passiert ist, sondern es ist eher so, dass die Christen jetzt das hereinlesen, was sie aus den Evangelien bekommen haben. Also Paulus sagt häufig so Sachen, mit denen man heute nichts mehr anfangen. Also auch, glaube ich, mit dem alten Adam und dem neuen Adam und dem alten Leib und dem neuen Leib und dem Fleische nach. Das ist ja auch so eine Sache bei Paulus, immer nach Christus, nach dem Fleische und solche Sachen. Und diese Sachen lassen sich alle viel, finde ich, besser verstehen, wenn man tatsächlich diese mythische, also diesen mythischen Kampf, da gibt es ja diese 7 Sphären und dann steigt da irgendwie so ein Engel herab und dann wird er da von den Dämonen gekreuzigt und dann wird er noch höher zur Rechten Gottes eben aufgebaut. In diesen Sphären kann man sich das vorstellen, das erscheint uns heute abgefahren, aber das erkennt man im Neuen Testament, also jetzt nicht in den Evangelien, aber bei Paulus macht das plötzlich viel mehr Sinn, wenn man die Sachen dahingehend liest. Und dann gibt es ja noch diesen Hebräerbrief, der ist total abgefahren, aber der wird auch viel besser erklärbar, wenn man eben diese mythische Vorstellung zugrunde legt. Und das ist eben auch wieder so ein Argument, wo Richard Carrier sagt, sowohl die Paulus-Schriften als auch der Hebräerbrief oder sagen wir, glaube alle diese Epistel und ich glaube auch die Offenbarung des Johannes, denn das ist ja auch so eine Offenbarung, ne, wo Jesus dann hier irgendwie ganze Briefe diktiert und so. Das lässt sich besser erklären mit der Vorstellung, dass das halt eine mythologische Vorstellung war und keine geschichtliche Vorstellung. Und die Evangelien sind dann später gekommen. Und an der Stelle kann man dann auch gleich sagen, dass eine wichtige Erkenntnis bei der Frage, hat es Jesus wirklich gegeben oder nicht, die Erkenntnis ist, dass selbst wenn das Christentum als Mysterienglaube angefangen hätte, dann siegt erfahrungsgemäß bei solchen Entwicklungen immer die Sekte, die Spielart, die behauptet, es hätte ihn tatsächlich historisch gegeben. Weil du halt, wenn jeder sagen kann, jo, ich habe eine Offenbarung gehabt und Jesus hat mir das hier gesagt, dann steht da sozusagen Aussage gegen Aussage. Ne? Aber wenn du sagen kannst, ja, den hat es wirklich gegeben und ich habe jetzt genau die Leitung, den direkten Draht quasi über die Apostel und so weiter oder dessen Jünger zu dem, was der wirklich gesagt hat, dann ist das irgendwie glaubhafter. Deswegen muss man sich darüber im Klaren sein, dass selbst wenn Jesus, wenn das Christentum als Mysterienreligion angefangen hätte, es wahrscheinlich ist, dass es sich später so zurückhistorisiert wurde. Und das ist genau das, was wir finden. Die ersten Briefe, also die als erste Briefe gelten, die berichten überhaupt nicht vom historischen Jesus, die berichten nur von der Kreuzigung, aber auch diese Sachen lassen sich besser interpretieren, wenn man diese Mysterienwelt sich dahinter denkt. Und später kommen dann die Evangelien, die das Ganze irgendwie vermutlich rückwirkend historisieren. Das muss nicht so gewesen sein, aber es ist wesentlich plausibler. Carrier nennt das einen kompletten Mechanismus, wie Religionen da sozusagen Patentschutz dadurch machen, dass eben diese Historisierung stattfindet. Ich habe jetzt leider vergessen, welche Beispiele er sonst noch brachte, aber das ist durchaus öfter passiert. Bei Osiris war das auch so, dass der erst mythologisch war und dann hat man aber auch angefangen, Geschichten zu schreiben, die den halt auf Erden rumwandeln lassen. Und bei Vishnu, glaube ich, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ein Aspekt, den Carrier in dem Zusammenhang erwähnt, ist auch diese Mysterienreligion, die damals wohl sehr en vogue waren. Man kann wohl zeigen, dass überall da, wo sich die Römer und mit ihnen dieses Hellenistentum ausgebreitet hat, dass überall praktisch so ein Mix entstand zwischen den einheimischen Religionen und dem, was die Hellenisten da mitgebracht haben. Und das waren wohl üblicherweise oder eine dieser Spielarten waren wohl immer diese Mysterienreligionen. Und für die ist wohl typisch, dass die Geschichten so mehrschichtig sind. Auch bei Paulus, aber auch im Markus-Evangelium deutlich, wo Jesus immer so geheimnisvoll tut. Ne? Mhm. Dass so die Jünger verstehen ihn nicht oder die anderen Leute verstehen ihn nicht und wird auch ausdrücklich gesagt, aber er sprach nur in Gleichnissen zu ihnen, damit nicht am Ende irgendwelche gerettet werden, die das nicht verdienen oder so.
Und die eine Auslegung ist nun, dass das ganze Evangelium praktisch nur so eine Allegorie ist, die du nur verstehst, wenn du das Insiderwissen hast, wenn du in der Religion drin bist, dass das Ganze nämlich gar nicht, sag mal, leibhaftig auf Erden passiert ist, sondern in so einer anderen Sphäre. Das Problem ist natürlich, dass du bei den Mysterien Religionen nie weißt, was die wirklich gedacht haben, weil das ja gerade das Mysterium war. Das haben nur die Eingeweihten gewusst und ansonsten kennen wir nur Spekulationen. Aber das macht eben Sinn, weil es auch bei Paulus wird manchmal so deutlich, Carrier zufolge, dass er so verschiedene Grade der Erkenntnis praktisch bei den Christen unterstellt, so nach dem Motto, ihr seid da noch nicht reif für oder so. Was darauf hindeutet, dass eben das Christentum auch so als Mysterium-Religion entstanden sein könnte. Und dann hast du eben das Problem, die ganzen Leute, die keine Insider sind und nicht das komplette Geheimwissen haben, die denken dann, das ist tatsächlich historisch gemeint. Und damit haben wir eigentlich auch schon den 10. Punkt erschlagen, dass das Christentum völlig neu und andersartig war. Denn es ist eine Kopie und Versatzstücke von anderen Religionen kommen davor. Es gab sicher vielleicht was Originäres. Aber so viel originär und anders war es wohl nicht, zumindest was wir von den wenigen, was sozusagen durch diesen christlichen Filter zu uns heute rübergekommen ist. Es bleibt noch ein wichtiger Punkt, der immer wieder gebracht wird, und zwar das Christentum begann mit Jesus und den Aposteln und wurde dann quasi übergangslos weitergeführt, eben bis heute. Das ist katholische Kirche, vertritt das ja auch, das Argument. Die haben diese Papstliste, die zurückgeht bis auf den ersten Papst, nämlich Petrus, der in Rom war. Und dann gab es den Nachfolger. Und die werden das alles sozusagen lückenlos, kann man das dann nachvollziehen, wie das dann weiterging. Oder man hat auch die ganzen Geschichten, was die Apostel und was die Jünger gemacht haben. Und wir jetzt wissen, was der Unterschied ist. Dass die dann dort missioniert haben und dann dort eine Kirche aufgebaut haben und das und das. Und dass man das eben halt zurückführen kann, ohne Lücke. Ein Vorgänger bis zu Jesus selbst. So. Das Komische hierbei ist nur, dass einige von den Gemeinden, die angeblich von den Aposteln gegründet wurden, davon selber gar nichts wissen und andere Leute als ihre Gründe angegeben haben, wenn ich das richtig erinnere. Ja, das ist sozusagen ein Problem. Zur Papstliste kann man eins sagen. Einige Namen, und zwar gerade am Anfang, sind wohl überhaupt nicht historisch. Also zum Beispiel gibt es der 6. Papst, heißt Sixtus, hat keinen anderen Namen. Heißt nur der 6. Die wussten, da sind irgendwie Ideen ausgegangen für den Namen. Also frühe Bischöfe wurden dann einsortiert, also Petrus wurde gleich nach vorne reingesetzt. Und das Ganze bei der Papstliste offensichtlich Erfindung. Also viele von denen werden nicht zitiert. Einige sind historisch. Ich weiß nicht klar, ob sie dann wirklich diese Funktion gehabt haben. Andere sind das, von denen man weiß, dass sie quasi als christliche Chefs da aufgetreten sind. Aber da wurde viel geflunkert und viel erfunden. Und das ist auch irgendwie das Handwerkszeug, was man sieht in der christlichen Geschichte, dass da viele Sachen gemacht werden. Also auch die widersprüchlichen Gründungen, die du erwähnt hast, die lassen sich erstens nicht historisch belegen. Und zum anderen ist es immer so, dass von später dann immer versucht wurde, eben halt auch die eigene Gemeinde besondere Rolle zu geben. Und die besondere Rolle kann man eben dadurch finden, dass man sagt, ah, der Paulus hat uns gegründet. Oder nein, uns hat der Jakobus gegründet. Oder dann hat man plötzlich dann eine Rolle gefunden und dann haben das ganz viele Leute wiederholt und dadurch wurde es dann so ein Allgemeinplatz, während es halt historisch eben halt keiner wusste, dass sie halt tatsächlich das, ich meine, das wäre jetzt wirklich aufgefallen, wenn die ganzen Jünger durch die Gegend gezogen wären, hätten Gemeinden gegründet und sonst was. Ich meine, wie hätte das den römischen Schriftstellern verborgen geblieben sein können, dass plötzlich da und da plötzlich wie Pilze die Gemeinde aus dem Boden sprießen. Er ist doch jetzt neulich in Hamburg rausgekommen, dass das Erzbistum gar nicht von Ansgar dem Schrecklichen oder sowas gegründet wurde, sondern, also gut, ich glaube, der hieß nicht wirklich Ansgar der Schreckliche, ich glaube, aber Abgar oder sowas. Aber ich meine, ich habe das wieder. Aber der hat auch Jesus nicht selbst getroffen, selbst wenn es ihm gegeben hat. Nein, aber das wäre so ein Beispiel, ich habe nur die Überschrift gesehen, aber das scheint wieder so ein Beispiel dafür zu sein, wie wieder irgendeine fantastische Gründung da herbei fantasiert wurde. Und man muss ja auch noch mal deutlich machen, dass das Christentum damals eben, also das ist ja anerkannt, das ist jetzt nicht nur irgendwelche abseitige Sachen, dass das Christentum damals sehr vielgestaltig war und dass jetzt die römisch-katholische Fraktion sozusagen nur die waren, die sich nachher durchgesetzt haben. Es gab aber beispielsweise ja hier, ich meine, das schreibt Ehrmann auch einfach wieder falsch, also schreibt manchmal Sachen, die nicht stimmen. Es hätte keine Christen gegeben, die Historizität Jesu abgestritten haben. Es gab aber wohl die Doketisten und Ehrmann scheint sogar Spezialist für die zu sein. Die haben nun gerade gesagt, nee, also Leib, das ist alles so schlecht, Jesus kann keinen richtigen Leib gehabt haben. Und die sind halt alle auch so früh, das ist alles diese Zeit, Anfang des 2. Jahrhunderts, wo man erstmal so historisch sehen kann, dass diese Fraktionen oder diese Sekten
wie soll man sagen, Konfessionen quasi gegeben hat. Und da kann man jetzt halt nicht einfach sagen, das machen aber die Historiker, die nehmen quasi an, unsere waren älter und die anderen waren dann die Reaktion. Also Jesus war historisch und dann kamen irgendwelche auf den Gedanken, der war gar nicht historisch. Ne? Es ist natürlich plausibler anzunehmen, dass es umgekehrt war, dass sie nachher historisch gemacht haben. Und auch dieser ganze Zeitrahmen, der liegt nicht fest. Es gibt einmal die Darstellung, dass Jesus erst um 55 gesteinigt wurde, glaube ich. Also eine Geschichte besagt, dass Jesus erst im Jahre 55 getötet wurde. Und dann gibt es noch welche, die dachten, Jesus sei schon 100 Jahre früher, ich glaube, gesteinigt worden. Und es gibt, also ich glaube, im Talmud oder sowas ist eine dieser Geschichten drin. Und der Punkt ist jetzt, wenn sich solche Darstellungen unabhängig voneinander entwickeln können, also einmal der Todeszeitpunkt und einmal die Todesart, dann heißt das entweder, dass das alles erfunden ist oder dass das fast alles erfunden ist und keiner sich drum gekümmert hat, was tatsächlich das Richtige war. Und beides ist eigentlich vernichtend für die Historizisten, weil die einfach den wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Die können dann sagen, es kann so gewesen sein, aber wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass es echt einen gegeben hat? Dann sind die Berichte so widersprüchlich. Ich will jetzt gar nicht erst mit der Frage anfangen, ob Jesus am Passafest oder einen Tag vorher gekreuzigt wurde. Da unterscheiden sich die Evangelien ja auch. Aber diese verschiedenen Traditionen, die sich da zumindest regional ausgebildet haben, die sind halt besser erklärbar, wenn man sagt, die haben sich das alle irgendwie herbeifantasiert, als wenn man sagt, das hat echt eingegeben, aber irgendwie hat sich keiner darum gekümmert, mal zu prüfen, wie es wirklich war. Es ist so, dass die ursprünglichen christlichen Glauben eben weiter auseinander waren als die späteren. Das heißt, wir starten mit einer divergierenden Überzeugungsmenge, eben auch mit unterschiedlichen Geburtsdatum, mit unterschiedlichen Irdischkeitsstadium von Jesus. Und dann werden die später als heretisch bezeichnet, wo man sich die fragen muss, wie kann denn so eine frühe Sekte, die praktisch schon den gekannt haben, der den gekannt hat, über zwei, drei Ecken vielleicht Jesus gekannt haben sollten, überhaupt auf die Idee kommen, dass er vielleicht 100 Jahre vorher gelebt hat als später, wo die doch rum waren. Also wie kommt man zu einem so frühen Zeitpunkt zu Überzeugungen, die so weit auseinander sind? Und je später man das betrachtet, desto kanonischer und desto unflexibler wird das. Die meisten Schriften beschäftigen sich eben nicht damit, neue Deutungen aus Jesus herauszulesen, sondern beschäftigen sich damit, dass andere offensichtlich falsche Vorstellungen haben über Jesus, die total daneben sind. Und fragt man sich, wie kommen denn die anderen auf diese falschen Auffassungen, wenn es eine historische Bedeutung hat? Ich meine, wenn wir jetzt mal Julius Caesar nehmen, die Nachkommen von Julius Caesar haben nicht darüber gestritten, ob er 100 Jahre früher oder später gelebt hat oder ob er jetzt Gott war sofort oder nicht, sondern die hatten die historische Persönlichkeit vor Augen und mussten darüber nicht diskutieren. Da gab es keine Fraktionen, die darüber ernsthaft diskutiert haben. Das kommt erst später. Erst später divergieren dann quasi Vorstellungen, wenn es eine wirklich historische Gestalt ist. Wenn es eine fiktionale Gestalt ist, dann kann man von Anfang an ganz andere Sachen darüber zusammenfassen und das Ganze kann erst im Laufe der Geschichte konvergieren. Was dann auch gar nicht gewesen war, weil in den Stellen, wo sozusagen eine bestimmte Kirche nicht die Vormacht hatte und andere Überzeugungen den unterdrücken konnte, bei anderen Gegenden gab es dann eben andere Vorstellungen, die das überlebt haben. Zum Beispiel ist der Jesus im muslimischen Raum ein anderer als der Jesus im christlichen Raum. Und das ist dann nimmt nicht Wunder. Und je älter man ist, desto verschiedener ist das. Eigentlich spricht das mehr für einen mythischen Jesus, der erfunden worden ist, als für einen historischen, wo man davon ausgeht, dass es einen Kern gab und die sich wie Äste dann voneinander wegentwickeln davon. Ich müsste langsam los. Also ihr müsst dann leider ohne mich weiter. Wir vereben hier. Okay, Philipp, vielen Dank. Jo. Ja, Philipp. Schönen Sonntag noch. Ja, tschüss. Schönen Sonntag. Achso, und eins noch. Guckt mal, wenn ihr fertig seid, beim Wort zum Sonntag rein. Da gibt es mal wieder Kieler Landtag von wegen Ablehnung der Gottesformel und dann Hitler, Stalin, bla bla bla. Ja, nur, dass er Bescheid wisst. Okay. Ich habe schon zum AMD geschickt. Macht's gut. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. An der Stelle noch hier, wie diese Geschichten, wie man sich die zurechtbastelt. Das fand ich auch noch interessant, dass Carrier, also ich weiß nicht, ob das jetzt alles von Carrier, ich nehme an, er hat das auch von anderen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe das von Carrier, dann heißt das nicht, dass Carrier sich das selber ausgedacht hat, sondern kann sein, dass er es wieder woanders hat. Dass letztlich gezeigt wurde, also die klassischen Theologen, die haben ja dieses Kriterium, die sagen, also wenn jetzt die Geschichte so einen offensichtlichen Zweck verfolgte, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das tatsächlich gestimmt hat.
Also was, wenn Jesus jetzt zu Petrus sagt, hier, du bist Petrus, der Fels, auf dich will ich meine Kirche bauen, ne? Dann riecht das irgendwie so ein bisschen danach, dass das eingefügt wurde mit einem bestimmten Zweck. So, und dann sagen die, wenn das jetzt aber nicht so erkennbar ist oder wenn das denen das peinlich war, also Jesus irgendwas gesagt hat, was später nicht sich nicht als so Beispiel, hat. Dass die Toten beerdigen, zum Beispiel. Ja, dass sich Jesus zum Beispiel von Johannes dem Täufer taufen lässt. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Dann sagen sie, ist irgendwie so unangenehm, das war bestimmt richtig. Also das Kriterium ist einfach nicht haltbar. Erstmal heißt das ja nur, dass es, Carrier bringt es eigentlich auf den Punkt. Die Evangelien wollen keine Tatsachenberichte sein. Das heißt, wir müssen immer davon ausgehen, dass die Autoren zumindest einen Grund dafür hatten, dass sie die Geschichte berichtet haben, ob sie nun wahr ist oder nicht. Dass keine Geschichte quasi grundlos, nur weil sie wahr war, was die Evangelisten ja auch gar nicht überprüfen konnten, dort auftaucht. Und dass dieser Grund eben immer eine eventuelle Peinlichkeit oder so praktisch getoppt hat. Das heißt nicht, dass wir das jetzt noch erkennen können, aber wir müssen davon ausgehen, dass jede Geschichte irgendeinen Grund verfolgte. Und Ehrmann, also es ist wirklich, ich habe das Buch von Ehrmann, habe ich mir dreimal angehört, habe es als Audiobuch. Einmal also sozusagen als Einstieg in das Thema und dann zweimal in Vorbereitung auf diesen Podcast, nachdem ich Carrier gelesen hatte. Und das Ehrmann-Buch ist so schlecht. Zwei Beispiele. Ein Grund wieder, dass Jesus historisch war, dass er Verwandte gehabt hat. Und da bringt er diese Stelle, wo die Verwandten zu Jesus kommen und sagen, hey, du bist ja von Sinnen quasi. Da gibt es auch diese Stelle. Und dann sagt Jesus, wer ist eigentlich meine richtige Familie hier? Meine Jünger sind meine richtige Familie. Und das wird auch in Zukunft so kommen, dass die Familien in zwei gerissen werden und meinethalben, so sinngemäß sagt er sowas in die Richtung. Und Ehrmann sagt jetzt, wow, siehste, da sind die Brüder erwähnt oder die Verwandten. Also muss er eine historische Person gewesen sein. Der Carrier macht aber sehr überzeugend deutlich, das ist häufig in den Evangelien, dass diese Verwandten, das sind so Plot-Devices. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Die tauchen plötzlich auf, weil die einen bestimmten Zweck in der Handlung erfüllen und nachher hört man nie wieder von denen. Ne? Du hörst ja praktisch, weil im Neuen Testament nie von diesen Brüdern, die dann nachher irgendwie große Karriere gemacht haben in Apostelkreisen oder so. Ne? Also der Punkt ist hier, darauf muss man auch erst wieder gestoßen werden, dass praktisch die Erfahrungen, die Christen später gemacht haben, dass die natürlich Zoff mit ihren Familienmitgliedern gekriegt haben, dass die rückwirkend Jesus zugeschrieben werden, das macht sich eben immer gut, dass man sagen kann, siehste, selbst Jesus hatte Zoff mit seiner Familie. Selbst Jesus wurde in seinem Heimatdorf nicht als Prophet anerkannt. Ja. Ne? Wurde als wahnsinnig bezeichnet. Ja, genau. Und sobald du das einmal siehst, da fällt es dir quasi wie Schuppen von den Augen, dass auch diese Geschichten irgendeinen Zweck verfolgen. Und dann kann Ehrmann halt nicht mehr, das ist einer seiner beiden Hauptargumente für die Historizität, sofern er überhaupt welche bringt, dass Jesus also Geschwister gehabt haben soll. Und wenn das so offensichtlich ist wie hier, dann ist das halt nicht belastbar. Und ein anderes ist auch so schön, Ehrmann schreibt ja irgendwann, was können wir eigentlich wirklich über Jesus wissen? Und dann gibt's ja mindestens zwei Evangelien, also wie gesagt, die schreiben ja alle voneinander ab. Einmal ist Jesus Zimmermann und einmal ist Jesus der Sohn eines Zimmermanns, ne? Also ich spiele ja nach wie vor mit dem Gedanken, dass das Matthäus-Evangelium das erste war und Markus das gekürzt hat, weil das einfach zu peinlich war. Jedenfalls bei Matthäus steht drin, also Jesus kommt da in seine Heimatstadt und dann fragen sich die Leute, murmeln so rum, ist das nicht Jesus, der Sohn des Zimmermanns? Für Ehrmann macht das also deutlich, ja, also die sind sich alle einig, dass Jesus Zimmermann war und keiner hat je was anderes behauptet. Ne? Gut. Was der Leser nicht weiß, aber bei Carrier erfährt, ist, dass das griechische Wort hierfür ist Tekton. Das kann man wohl übersetzen, also wie Baumeister. Und der Gag ist hier offensichtlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, quasi des Baumeisters der ganzen Welt. Und die Leute das nicht kapieren. Also die Leute sagen, ist das nicht Jesus, der Sohn des Tekton, des Baumeisters? Und die sagen quasi das Richtige, aber die erkennen nicht die Bedeutung. Ne? Und wenn man mal einmal drauf gestoßen wurde, dann ist das so überzeugend, dass man halt nicht mehr mit Ehrmann darauf pochen kann, dass Jesus also Zimmermann war. Also die andere Geschichte ist ja so, dass Jesus selber quasi der Schöpfer ist. Also Gott hat quasi eine Kopie von sich gemacht. Das war dann Jesus. Und Jesus hat dann die Welt geschaffen. Irgendwie das auch so, diese komischen Vorstellungen, die damals hatten. Also jedenfalls, das zeigt schon wieder, dass auch so ein Detail wie, also sagen wir, ein unwidersprochenes Detail, wo es keine Gegenstimmen gibt, dass Jesus oder sein Vater Zimmermann gewesen sein soll, dass das auch
zumindest der deutlichen Gefahr unterliegt, dass das auch wieder nur so ein Plot-Device oder so ein erfundenes, zweckdienliches Element war. Und das ist eben so peinlich, dass Ehrmann, hier liegt es so auf der Hand, gut, ich habe das natürlich vorher auch nicht, ich kannte diese Stellen ja, aber da musste erst drauf gestoßen werden. Aber wenn du einmal drauf gestoßen bist und jetzt erzählt ja einer, guck mal, da steht doch, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, dann merkst du halt, dass das mit äußerster Vorsicht zu genießen ist und dann ist halt wieder nichts mit dem historischen Jesus. Ja, aber dazu habe ich doch gleich mal eine Frage. Selbst wenn jetzt Ehrmann komplett recht hätte und die Leute hätten gesagt, ja, das ist der Zimmermann und die meinten damit Zimmermann, was auch immer, es spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist aber Ehrmanns ultimatives Totschlagargument, dass er immer sagt, egal, wenn er kein Zimmermann war, dann zeigt das immer noch nicht, dass er nicht gelebt hat. Also Ehrmann letztlich schließt er dann quasi seine Behandlung häufig damit ab. Eigentlich ist es aber egal, denn selbst wenn dieses Detail nicht stimmt, dann heißt das immer noch nicht, dass Jesus nicht gelebt hat. Ne? Hängt er dann auch in der Luft. Ich will darauf hinaus, dass die Apostel sagen, dass die Leute zum Jesus gesagt haben, dass er Zimmermann war. So, wenn aber die Apostel von vornherein schon nicht vertrauenswürdig sind, warum juckt mich das denn überhaupt? Ja, es geht ja darum, sozusagen noch irgendwo einen historischen Kern aus den Sachen herauszufiltern. Und das ist ja quasi dieses Verzweifelte auch irgendwo, dass wir quasi jetzt schon in der Fiktion versuchen, dann Sachen zu finden. Also es gibt fiktive Elemente, offensichtlich fiktive Elemente. Es gibt Elemente, die sind möglicherweise nicht fiktiv. Und in diesen möglicherweise nicht fiktiven Elementen versuchen wir dann die Stellen, also die noch nicht historisch belegbar sind, weil die Historiker eben nichts berichten, dann noch das herauszufiltern, was dann noch im allerletzten noch als positives Argument gebracht werden kann. Und auch diese Stellen zerfallen dann oftmals, wenn man ihnen sozusagen eine Bedeutung dahinter legt. Deswegen, das ist sozusagen die ganze Intention. Das ist sozusagen im Zweifel für den Angeklagten, dass man sagt, okay, jetzt versuchen wir doch noch einmal, das nochmal auf links zu drehen und vielleicht fällt da noch irgendwo ein kleiner Jesus raus. Das ist das, was da passiert. Und ich finde das auch interessant, weil mich würde es eigentlich mehr gefallen, wenn Jesus gegeben hätte und man dann aus dieser historischen Persönlichkeit von Jesus dann einen geschichtlichen Werdegang und eine geschichtliche Vorabfolge konstruieren könnte und eine ideengeschichtliche Sache sehen könnte, die eben halt aus Personen stammen. Eigentlich macht es das insofern schwieriger, wenn Jesus tatsächlich eine Gestalt ist, die sich bestimmte Leute, die auf dem Jahrmarkt dann versucht haben, Anhänger zu kriegen, ausgedacht haben. Das macht das Ganze irgendwie auch noch schlechter irgendwie greifbar oder angreifbar für mich, weil man dann eben halt, die sind halt noch weniger sozusagen zugezogen. Ja. Es gibt keine peinlichen Geschichten über eine mythologische Gestalt oder nur die peinlichen Geschichten, die sozusagen von anderen übernommen worden sind und widerlegt worden sind. Das am Schluss muss man dann quasi sagen, was ist besser, Star Trek mit Picard oder Star Trek mit Dingsbums, den ersten? Kirk. Wie heißt der noch? Kirk. Ja, welcher ist jetzt authentischer? Hat denn die wahre Botschaft von Star Trek? Solche Argumente, solche Diskussionen hat man dann, die man führen muss. Und es wäre aber einfacher, wenn man sagen müsste, pass mal auf, diesen Kirk gab es tatsächlich und er war Fregattenkapitän im 18. Jahrhundert und die Star Trek-Sachen sind letztendlich etwas, was daraus sich entwickelt hat. Nimm ein anderes Beispiel. Nehmen wir an, ich wollte euch davon überzeugen, dass ich eine Freundin habe, die Topmodel ist in Kanada. Und ihr habt jetzt begründete Zweifel, warum sollte so eine sich mit mir abgeben? Ja. Und jetzt kommt der Witz. Ich werde euch erzählen, ja, die ist in den Städten gewesen und da und vielleicht weiß ich sogar ein bisschen was über Kanada und rede dann von Details. Und dann kamen die in die Stadt rein und die Leute haben mir zugerufen, oh, du bist doch das Topmodel und so. Ja. Und das erhöht noch nicht mal ein kleines bisschen die Glaubwürdigkeit. Und jetzt kommt das Beste. Jetzt sage ich vorher noch, ja, also eigentlich habe ich die gar nicht richtig kennengelernt. Ich habe von der nur geträumt und ich bin aber dann da nach Vancouver gefahren und habe die Schwester kennengelernt. Mhm. Ja, jetzt seid ihr überzeugt, ne? Ja. Es wie sieht ihr denn aus? Vielleicht sollen wir den nächsten Podcast doch mal mit Video machen und du bringst ihn mit. Jetzt hast du uns aber heiß gemacht. Erzähl doch mal mehr darüber.
Ja, also vielleicht nochmal zurück zu Ehrmann. Du hattest ja gefragt, wie versucht das aufrechtzuerhalten. Also Ehrmanns Logik wäre wohl, oder die von so Historizisten, die würden sagen, ja, die Evangelisten, die haben zwar auch eine Agenda, aber dass Jesus jetzt Zimmermann war, das ist ja eigentlich unerheblich. Da kann Ehrmann jetzt nicht erkennen, was die Agenda gewesen sein könnte. Und deswegen meint er, kann man das glauben. Aber das ist eben sehr heikel, weil wir davon ausgehen müssen, das macht Carrier ja zu Recht deutlich, dass alles, was die schreiben, irgendwie einen Zweck für die erfüllt hat. Und nur der Umstand, dass uns das nicht sofort offensichtlich erscheint, darf uns halt nicht dazu verleiten, zu sagen, das ist irgendwie belastbar. Und das wird eben bei diesem Beispiel mit dem Baumeister so deutlich. Anderes Beispiel ist Nazareth. Auch wieder Ehrmann sagt, ja, Nazareth, überall erwähnt, nirgendwo was anderes. Ja. Deswegen können wir uns darauf verlassen. Also man merkt schon, wenn man als Laie nur die Evangelien liest, dass oft oder an einigen Stellen nicht da steht Jesus von Nazareth, sondern der Nazoräer oder Nazir oder irgendwie so, also so verschiedene Worte. Und genauso ist es wohl auch, dass das sehr uneinheitlich war, was da mit diesem NZR irgendwann mal drin stand in den Texten und dass quasi jetzt der Jesus von Nazareth so eine Zurückhistorisierung wieder ist, dass man das so gedeutet hat, dass das sein Herkunftsort war, wenn das eigentlich was ganz anderes bedeutet haben könnte. Also es gab wohl auch Christen, die irgendwie Naziristen oder jetzt nicht Nationalsozialisten, also die so in der Richtung genannt wurden und dann gab es diese Nazi-Rea oder Nazi-Rea, die irgendwie so ein Eid geleistet hatten und so. Und wie gesagt, das schlägt dir schon entgegen, wenn du als Laie die Bibel liest, weil da irgendwo steht, dass er, er wurde Nazi, Nazoräer oder sowas genannt, dann ist das eben nicht Jesus von Nazareth, sondern irgendwas anderes. Mhm. Und abgesehen davon, dass Nazareth wohl auch bei Paulus nie erwähnt wird. Und das ist wieder so eine Sache, die verpufft bei Ehrmann. Und da brauchen wir noch gar nicht zu fragen, ob Nazareth zur Zeit Jesus tatsächlich besiedelt war oder nicht. Das ist ja wohl fraglich. Also ich habe jetzt vorhin gelesen, offenbar fast alle weniger großen Städte, also außer Jerusalem, Caesarea und Tiberias am See Genezareth, also so etablierte Städte, die anderen wohl alle irgendwie zweifelhaft sind, ob es die überhaupt gegeben hat. Also die Geografie des Heiligen Landes, gemäß der Gospel, soll auch wieder eher so theologischen Zwecken gedient haben, als dass die greifbar wäre. Das Problem ist ja natürlich, dass sozusagen die Geschichte danach das dann wieder überschreibt. Das heißt, es gab dann tatsächlich einen Ort, der hieß Nazareth, und da kann man dann also auch graben und man findet tatsächlich, dass da irgendwas eben halt auch zu Lebzeiten Jesu, so potenziellen Lebzeiten von Jesus, je nachdem, welcher Geschichte man glaubt, dann schon existiert hat. Und so gesehen könnte man sagen, okay, es ist zumindest nicht unmöglich, dass er aus Nazareth also war. Ich habe vorhin gelesen, dass Nazareth wohl auch von dieser frommen Helena, die Gattin des Kaisers Konstantin, entdeckt wurde, die richtig. Ja eine Menge historischer Orte im Heiligen Land die hat auch entdeckt die Kreuzigung zeigen lassen. Aber das Witzige ist, das wusste da auch keiner mehr, wo das alles war und so. Ich meine, das kann man jetzt aus zwei Gründen sagen. Man könnte auf der einen Seite sagen, okay, alle Juden wurden vertrieben aus Jerusalem und dann haben sie das irgendwann wieder besiedelt. Und deswegen gab es keine Folge mehr und die haben es dann konnten das gar nicht wissen, weil es gar nicht mehr sozusagen eine kontinuierliche Besiedlung war nach dem jüdischen Krieg. Das war ein einsteigendes Ereignis. Andere Seite ist, okay, aber Christen waren ja bis kurz davor da und sind dann vielleicht wieder zurückgekommen. Die hätten doch wenigstens diese Orte verehren können oder zumindest ein Gedächtnis halten können, aber das war alles vergessen, als Helena da war. Auch da ist wieder die sozusagen irgendwie so eine Wand, da kommt man dagegen und sagt, okay, wenn Helena 300 nach Christus da war, dann gibt es da vielleicht eine lokale Tradition. Aber nein, die musste das quasi erst alles, hat dann nachgefragt, wo ist denn Jesus gekreuzigt worden? Die wussten gar nicht, wovon die jetzt sprach da. So, der Timo Roller des Heiligen Landes. Ja, genau. Damit wir Timo Roller auch nochmal wieder kurz einführen können. Grüße. Also, ich habe vorhin gelesen, Josephus, der war ja früher auch so ein jüdischer Widerstandskämpfer, bevor er sich dann irgendwie die Seiten gewechselt hat. Und der beschreibt ja den jüdischen Krieg in Galiläa, wo er selber war. Der war ein paar Kilometer weg von da, wo Nazareth ist. Und der erwähnt 45 Orte in Galiläa, aber nicht Nazareth. Und der hat auch Galiläa erwähnt, weil er quasi die Division, also die Abteilung in Galiläa unter seinem Befehl stand. Das war sein. Ja, irgendwie sowas. Ja, und der hat dann auch quasi kapituliert und gegenüber den Römern, hat dann sagen, ich gebe auf, hatte die Seiten gewechselt und wurde dann Geschichtsschreiber für den jüdischen Krieg. Und da ist dann quasi an der Seite von Titus, der dann Kaiser wurde und nicht Titus, sondern sein Vorgänger war das, an dessen Seite war er. Und dann kam
der Sohn, Titus, hat den Krieg dann zu Ende geführt. Und also, was ich noch sagen, oder bist du jetzt noch hier bei Josephus? Nein, also, es gab dann wohl noch zwei so Kirchenväter, ich glaube Eusebius und Eurigenes, die haben sogar in Caesarea gelebt. Das ist ja der Ort, wo der Oberrömer damals in Galiläa da seinen Sitz hatte, ne? In Caesarea. Und das ist, glaube ich, 30 Kilometer weg von Nazareth. Und Origenes, also ich weiß nicht, ob das mir den Namen so auf die Reihe kriege, aber Origenes, der hatte keine Ahnung, wo Nazareth war. Der hat danach gesucht. Aber der wusste nicht, wo das war. Und der hat wohl eine relativ kurze Zeit später da verbracht. Und der andere, der glaubte wohl zu wissen, wo es war, hat sich aber wohl geirrt. Also ist ja auch, kann uns ja auch völlig egal sein, ob es ja Nazareth gegeben hat oder ob das damals besiedelt war oder nicht. Also es ist, das Interessante ist hier bei der Beschäftigung mit dem Jesus-Mythos nicht die Frage, hat es Jesus nicht gegeben? Das ist ja, da wären wir ja praktisch wieder in der Beweislast. Ja. Aber es zieht der ganzen christlichen Theologie und Geschichtsschreibung den Boden unter den Füßen weg. Weil überall, wo man nachhat, das habe ich jetzt mehrfach gelesen, hier in einem anderen Buch, sollte ich vielleicht auch gleich noch erwähnen, also wie so ein Pullover, den wo du an so einem Faden ziehst. Ne? Du ziehst und ziehst und plötzlich ist der Pullover weggeribbelt. Und genauso ist das hier. Und wie gesagt, es hat sich wohl noch nie einer den Gedanken gemacht, wirklich die Historizität zu belegen. Ehrmann hat es jetzt versucht, ist auf jeder Ebene gescheitert. Das habe ich jetzt gar nicht so ausgeführt, wie ich es eigentlich machen wollte. Ja, und die Mystizisten haben jetzt ein hervorragend und in jedes Detail detaillierte Werk von Richard Carrier, also da ziehe ich wirklich den Hut vor, das ist methodisch im Detail ausgearbeitet, warum muss man eben mit diesem Bayes-Theorem allgemein in der Geschichte vorgehen und kann nicht nach Intuition sagen, das erscheint mir wahrscheinlicher oder das erscheint mir plausibel. Und eben auch, dass er dann die Fakten, die wir kennen, entsprechend diesen Wahrscheinlichkeiten einschätzt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woher sollen wir die Wahrscheinlichkeiten kennen? Der Gag ist eben hier, dass er sagt, er argumentiert a fortiori. Das heißt, er sagt, wenn man beweisen will oder wenn man deutlich machen will, ist es wahrscheinlicher, dass es keinen Jesus gegeben hat, dann muss man die Wahrscheinlichkeiten immer, soweit es vertretbar ist, zugunsten der Historizisten drehen. Also wir kennen zwar die echte Wahrscheinlichkeit nicht, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass das nicht wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher war als so und so. Ne? Und dann kannst du das in diese Formel reinkippen und dann kommt nachher was raus. Und selbst wenn er extreme Zugeständnisse macht an sehr großzügig gegenüber den Historizisten, dann kommt irgendwie raus, ich glaube, bei den großen Zugeständnissen, dass die Wahrscheinlichkeit ein Drittel ist. Wenn er aber die das nimmt, was er für realistisch hält, dann kommt irgendwie raus 1 in 10.000. Und die Zugeständnisse, die er macht, sind teilweise wirklich schon so, dass man sagt, also das ist erkennbar zu großzügig. Ne? Und wer jetzt behauptet, es hat einen historischen Jesus gegeben, und das behauptet im Prinzip jeder, der sich irgendwie Christ nennt, in einer substanziellen Weise, der muss im Grunde jetzt da die Karten auf den Tisch legen. Und ja, ich vermute, man wird versuchen, das unter den Tisch zu kehren, gerade nachdem man sieht, wie sich Ehrmann blamiert hat. Ja, das kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, Ehrmanns andere Bücher, in Ehrmanns anderen Büchern gibt er aber letztlich nur so den Konsens wieder, ja, und begibt sich nicht auf so dünnes Eis. Ja. Und da überzeugt, die anderen Bücher überzeugen ja auch. In dem Did Jesus Exist, da ist, ich sag mal, grob geschätzt, ein Drittel ist ad hominem. Also er sagt, ja, die sind nicht qualifiziert. Er stellt die irgendwie als bekloppt dar, obwohl das nur deshalb ist, weil er ihre Argumente, er sagt also, ja, die sagen, Jesus ist erfunden worden. Aber er lässt dann quasi die Argumente weg, die das Ganze nachvollziehbar machen. Natürlich haben sich da nicht irgendwie 12 Leute hingehockt und haben gesehen, so, wir erfinden jetzt mal eine neue Religion. So war es natürlich nicht, aber es hört sich fast so an bei ihm. Dann, was sind seine anderen Sachen? Dann hat er falsche Techniken. Was ist denn noch so unangenehm bei ihm? Also ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber das Buch ist, ich rate ungerne von Büchern ab, weil es immer so das Gefühl hat, ich will nicht, dass jemand liest und dann ist er anderer Meinung als ich. Aber hier, wirklich, Leute, lest irgendwas anderes. Dieses Nailed von dem Fitzgerald, ja, ich weiß gerade den Anfang nicht. Das ist wirklich ein guter, David Fitzgerald, das ist wirklich ein guter Anfang und vielleicht können wir ja auch, also dass die Bücher von Carrier, die sind halt extrem dick und auf Englisch, das ist nicht jedermanns Sache. Aber hier, Nailed ist gut und dann Was auch gut ist, ist das, was Robert Price. Was Richard Carrier über das Buch von Ehrmann schreibt. Das ist auch quasi, wo er dann quasi auf die einzelnen Punkte zurücknimmt. Das hat sich auch sehr gut gelesen. Ich habe das Buch nicht gelesen von Ehrmann,
Aber das war auch, ist auch etwas, was man also für umsonst im Internet lesen kann, weil es man ja, zeigt. Ich glaube, nämlich, in der Huffington Post ist das, ja. Ja, da sind wie die Auseinandersetzung ist, wie die versuchen, auch intellektuell sich auseinanderzusetzen und Ehrmann reagiert auch nicht auf die Vorwürfe von Carrier. Das ist also. Ja. Er reagiert eingeschnappt. Ne? Mit dem unterhalte ich mich nicht, ja. Der diskreditiert also, mich. Ehrmann ist unredlich. So ungern man es sagt. Und wie gesagt, Ehrmann hat ja sich durchaus Verdienste erworben. Aber hier muss man wirklich annehmen, hat man den Eindruck, dass Ehrmann unredlich ist. Er hat halt da ein Projekt angefangen und glaubte schon zu wissen, was rauskommt, ohne dass er sich vorher damit, und das schreibt er ja selber, also jetzt nicht in der Weise, aber er sagt, er hat vorher sich mit der Frage nie befasst und dann wollte er dieses Buch schreiben und dann merkt man, wie furchtbar das nach hinten losgegangen ist und statt dann irgendwann mal die Reißleine zu ziehen, ist er jetzt selber, hat er sich selber in die Ecke gestellt und muss jetzt irgendwie sehen, dass er da wieder rauskommt und das bleibt interessant, denn Ehrmann kennt sich aus, er ist sicherlich derjenige, von dem man erwarten könnte, dass er die guten Argumente für die Existenz von Jesus kennen sollte. Und da soll er sie mal bringen. Wir sitzen da und beobachten das. Das ist das Tolle. Wir sind jetzt in der spannenden Zeit eigentlich, wo man jetzt quasi wissenschaftlich sozusagen das mal von allen Seiten beleuchtet. Und wenn die sich sozusagen in die Haare kriegen und mit Argumenten versuchen, dann sich zu überzeugen, umso besser, weil das nämlich dann eine Chance gibt, herauszufinden, was jetzt der Stand der Wissenschaft ist, was sie an Quellen haben und was sie daraus schlussfolgern können. Aber das ist ja gerade das Problem, dass erstmal jetzt wahrscheinlich versucht wird, die Sache unter den Tisch zu kehren. Gerade nachdem die Leute gemerkt haben, Ehrmann hat sich blamiert und das ist wahrscheinlich jetzt so ein heißes Eisen, was keiner anfassen will. Langfristig ja, wir haben es doch angefasst. Wird sich das kommen. Ja, wir sind ja keine staatlich bezahlten Theologen an irgendwie so einem katholischen Lehrstuhl. Aber langfristig wird das natürlich nicht funktionieren, weil die Leute halt durch ihre Argumentation überzeugen. Ich habe ja vorhin gesagt. Es steht auch im Druck, wenn wir nämlich sozusagen eben sozusagen im Internet so sozusagen die Debatte ist und die pro-historische Jesus-Seite momentan schlecht abschneidet, so wie es aussieht, dann erzeugt das eben halt auch in der Internetgemeinschaft, die letztendlich ja die gesamte Gemeinschaft ist, einen Druck auf die Apologeten, die die Historizität von Jesus mal nachweisen müssen. Und dieser Druck lässt sich eben nicht, heutzutage eben nicht mehr unterdrücken oder nicht mehr totschweigen. Das geht einfach nicht mehr, weil das Interesse ist zu hoch einfach. So wie mit den Grausamkeiten in der Bibel, wo ich ja vorhin gesagt habe, vor 20, 30 Jahren wurde das einfach nicht akzeptiert, wurde gesagt, das stimmt nicht. Mittlerweile ist das etabliert. Ja. Ich möchte mal nochmal auf die Metaebene gehen. Ich glaube, wir kommen auch nicht zu vielen Themen heute noch, üblich gesagt. Ja. Und die Metaebene ist, ich habe ja schon längere Zeit Zweifel an der Historizität von Jesus, aber wenn es dann darum geht, irgendwelche Diskussionen oder Kommentare zu machen oder mit Christen zu diskutieren, ist das für mich nicht das erste Thema, das ich aufbringe. Aus zwei Gründen. Erstens ist er eben der wissenschaftliche Konsens, die meisten Historiker sind eben immer noch überzeugt, dass Jesus historisch sind, spricht eben dagegen. Und zweitens ist das eben nicht die beste Methode, jemanden zu überzeugen, dass, was er macht, Quatsch ist, wenn ich ihm sozusagen mit einem Argument komme, von dem die meisten Leute zu 100% überzeugt sind, selbst Atheisten, Jesus ist historisch. Deswegen, also was willst du mit denen auch diskutieren? Christen haben doch meistens keine Ahnung. Mit denen kannst du auch höchstens so über die Gerechtigkeit oder sowas diskutieren. Nein, es geht letztendlich darum, dass man eine vernünftige Diskussion hat und die Leute quasi eine Möglichkeit gibt, dass sie in die eigene Position hineinverdenken und die sozusagen die mangelnde Historizität von Jesus möglichst am Anfang ins Haus zu fallen, den hat es ja übrigens auch gar nicht gegeben. Ne? Das ist eben ein ganz schlechter Einstieg, eine ganz schlechte Strategie. Das ist doch schnell zusammengefasst. Die Behauptung, es hat einen Jesus gegeben, halt ein Wanderprediger oder ein Rabbi oder was auch immer, das ist keine außergewöhnliche Behauptung, weil solche Leute hat es gegeben. Und manche von denen haben auch Religionen gegründet. Wenn wir jetzt aber behaupten, der ist wieder auferstanden und hat die Sünden. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Das ignoriere ich jetzt mal. Käsmann ruft wieder an. Letzter Podcast, hallo. Wenn jetzt die Behauptung ist, da sind diese paranormalen Dinge passiert, dann ist da eine ganz andere Beweispflicht. Mein Beispiel wäre, ich habe hier vom Volkswagen gebaut, einen Lamborghini, da sind Flügel dran und mit dem fliege ich immer zur Arbeit. So, dann ist deine erste Anmerkung nicht, ja Moment mal, eben Volkswagen hat nie Lamborghinis gebaut.
sondern Autos haben keine Flügel. Super Beispiel. Nein, das stimmt doch gar nicht. Autos haben Kotflügel. Ja gut, bedingt fliegt es sich schlecht. Aber ich stimme mehr mit dir in der Hinsicht nicht überein, dass selbst eine abgespeckte Jesus-Version, du sagst, sag mal, jemand wie Ehrmann, der sagt nicht nur, also implizit, der sagt ja nicht nur, es gab Wander, also du spielst ja darauf an, dass nur außergewöhnliche Behauptungen auch außergewöhnliche Belege erfordern. So, und wenn man jetzt immer sagt, da gab es so einen Wanderprediger, der hat eine Religion gegründet, dass das keine außergewöhnliche Behauptung ist und deswegen auch erstmal so stehen lassen gewesen kann. Aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern der sagt ja implizit, also es gab einen Wanderprediger, der hat eine Religion gegründet und kein Historiker von 100 erwähnt den. Und dann gab es noch diese historischen Lücken und dann gibt es noch diese widersprüchlichen Evangelien, die sich aber irgendwie widersprechen und erkennbar erfunden sind. Also die Aussage an sich, wenn die jetzt nur so im Raum stehen würde, es gab da mal einen Wanderprediger, der hat eine Religion gegründet oder auf den geht eine Religion zurück. Das wäre eine unspektakuläre Behauptung. Aber in dem Moment, wo du dein restliches, das ist ja auch ein wichtiger Punkt von Carriers Ansatz, mit dem Hintergrundwissen, das wir haben, mit dem Hintergrundwissen, dass so ein Mensch keinen Niederschlag gefunden hat in der ganzen Geschichtsschreibung und alles andere, was wir jetzt diskutiert haben in ausreichender Zeit, ist es im Prinzip eine außergewöhnliche Begründung. Ja, es wird dann weil man deutlich machen muss, wie kann das sein? Wie lässt sich das erklären, dass diese verschiedenen Legenden gibt, die alle irgendwie unterschiedlich sind, unterschiedliche Todesjahre, unterschiedliche Todesarten, keine Erwähnung, dann wird es schon eine Begründung, die man nicht so stehen lassen kann, eine Behauptung, die man nicht so stehen lassen kann. So nach dem Motto, ich glaube noch nicht mal, dass du einen Lamborghini hast, weil du hast ja noch nicht mal eine Garage. Ja, es passt auch nicht ganz. Schwer diesen 180 Grad gedankliche Drehung zu machen. Indizien, mit denen man hätte rechnen müssen, wenn es diesen Prediger gegeben hätte, lassen sich nicht finden. Das ist ungefähr so, wenn du heute mit so einem Pierre Vogelbart auftrittst und sagst, du hättest dich heute Morgen nicht rasiert. Ne? Die Behauptung an sich wäre irgendwie erstmal glaubwürdig, aber eben nicht, wenn du mit so einem langen Bart irgendwie daherkommst, der jetzt nicht offensichtlich gestutzt wurde heute Morgen. Also ich habe mit Sicherheit keine Schwierigkeiten, meine Existenz zu belegen. Dafür gibt es Zeit. Das war ja jetzt nur ein Beispiel. sonst würden ja Christian und ich hier die ganze Zeit Stimmen hören. Das kann ja nicht sein. Aber das würde jetzt nicht ganz, ich meine, du redest ja schon mit Leuten, die es nicht gibt. Ich habe da so ein Video gesehen. Wie sieht es aus mit deinen Pillen? Hast du die schon genommen jetzt? Oder hast du jetzt wirklich weggegeben? Ich habe heute Morgen eine Vitaminpille genommen. Vitaminpille. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich muss aber noch ein bisschen, wie heißt dieses Mittel Pervitin nehmen, um den Ketzer-Podcast durchzuhalten, was die Piloten oder die Soldaten im Zweiten Weltkrieg gekriegt haben. Aber ich glaube, wir haben doch eigentlich auch schon genug zusammen für heute und wir können die anderen beiden Themen oder das andere Thema noch aufs nächste Mal verschieben, denn ist die Lutherdekade, die ich glaube, dauert ja noch an. Wir haben jetzt so viel Material, dass wir bis zur Lutherdekade keine Aufnahme mehr machen müssen. Und ich glaube, wir kommen jetzt auch nicht zu neuen Argumenten. Also wir warten ja noch auf das Argument für die Historizität von Jesus, aber es hat noch keiner irgendwas auch von den Zuhörern, die es auch immer gibt hier, hat noch keiner was dabei gesteuert. Also denke ich mal, dass wir vielleicht Kurve kriegen und für heute sagen, dass es reicht, oder? Ja, wobei, die hatten ja jetzt 2000 Jahre Zeit, die Christen. Ja. Also, wenn da bis jetzt noch nichts Vernünftiges gekommen ist, dann wird es langsam Zeit. Nein, aber es ist halt, es gibt auch neue Methodiken. Vielleicht findet man noch irgendwelche archäologische Funde oder irgendwelche Schriften, die plötzlich auftauchen und so weiter. Man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Man krempelt ja immer mehr um. Warum soll da nicht irgendwas finden? Also ich bin da agnostisch in der Hinsicht, dass man soll es sich noch irgendwas geben, das dann vielleicht doch die Historizität von Jesus dann belegt. Vielleicht irgendwo und irgendwie überraschend, wie wir es jetzt nicht vermuten würden. Also hier ist ein gutes Beispiel wieder aus dem Ehrmann-Buch. Es gab ja einen, ich glaube, René Salm heißt der. Der hat ein Buch veröffentlicht, also in dem er die bezweifelt, dass Nazareth zur Zeit Jesu bewohnt war. Also Ehrmann sagte dann, dass also nach dem Erscheinen des Buches sei also in der Presse gemeldet worden, dass jetzt doch irgendwie ein Haus genau aus der Zeit Jesu dort ausgegraben worden sei. Was Ehrmann nicht dabei gesagt hat, ist, dass die da einen Themenpark
bauen wollten, irgendwie so einen biblischen Themenpark, und wahrscheinlich ihre Fälle haben wegschwimmen sehen, als dann das Buch rauskam, dass Nazareth gar nicht existiert hat zur Zeit Jesus, und das von daher also sehr bequem war, dass jetzt gerade das Haus passend ausgegraben wurde, als dieses Buch erschien. Und diese angeblich, also diese Forschungsergebnisse, also diese Ausgrabung, ja, was gemeldet wurde, ist wohl auch seitdem nie, das war schon 2009, glaube ich, ist wohl seitdem auch nie irgendwie wissenschaftlich veröffentlicht worden. Und das ist auch eben wieder eine linke Sache. Oder Ehrmann hat eben wieder nicht weiter gelesen als den Zeitungsausschnitt. Ja. Wenn Ehrmann jetzt ohne weitere Erläuterung hier auf diese sehr bequeme Ausgrabung zurückgreift. Aber im Prinzip kann das natürlich sein. Im Prinzip könnten also diese ganzen Sachen zutage treten, und dann könnten wir uns, wie gesagt, ganz klar, können wir einen neuen Podcast machen und nochmal die Gegenseite durchargumentieren. Ja, wir können das ganz gelassen betrachten. Die Mythizisten bestreiten auch, glaube ich, nicht, dass die Leute in der Region irgendwann mal in Häusern gewohnt haben. Also das ist ein Unterschied zwischen einem Haus und das Haus. Es sollte ja ein Haus, es gibt ja, glaube ich, das Haus des Petrus oder die Synagoge von Kapernaum. Es gibt ja, also kannst du alles besichtigen, wenn du da bist. Ja, und Petrus und Paulus sind ja erst neulich doch wieder vom Papst überprüft worden, dass sie noch rumliegen in den Gräbern in Rom. Aha. Ja, also das, ich meine. Dass sie nicht weggelaufen sind. Ich meine, die Frage ist halt, sie haben vielleicht zwei Skelette oder zwei Leichen dort, aber sind es wirklich Petrus und Paulus? Ich meine, kann man das überprüfen, und wie könnte man das überprüfen? Aber kannst du das Gegenteil beweisen, Christian? Naja, also. Eben nicht. Also. Ja, gut. Beenden wir das Thema hiermit fürs Erste. Vielleicht entwickelt sich die akademische Auseinandersetzung ja weiter. Also wie gesagt, das Buch von Carrier ist ja jetzt brandneu. Das ist vor wenigen Monaten rausgekommen, und es braucht halt etwas, um das zu lesen und ja so jetzt eine Erwiderung oder sowas zu verfassen. Vielleicht kommt da noch was nach. Ich hoffe, dass es auch noch irgendwie so, sag mal, in der populäreren Version Verbreitung findet. Im Netz ist sehr viel dazu verfügbar. Vielleicht können wir das noch irgendwie verlinken, wenn wir die Zeit haben. Und von daher bleibt das Thema spannend. Mal sehen, ob und wann wir uns dem wieder widmen können. Und damit kommen wir zum Ende, und das ist ja immer unser schlauer Spruch, als ob wir nicht schon stundenlang. Ich sehe nicht ein, warum ich, der Einfalt anderer wegen, Respekt vor Lug und Trug haben sollte. Arthur Schopenhauer. Bravo. Also Schopenhauer ist mir ja in Erinnerung. Er hat so ein unvollendetes Buch geschrieben, die eristische Dialektik, der alle Tricks viele Tricks darstellt, wie man in der Argumentation sozusagen die Oberhand behalten kann, auch wenn man Unrecht hat. Also das Buch, das ist eben das Witzige daran, dass es so fiese oder sagen wir unredliche Argumentationstechniken darstellt aus der Sicht jemandes, der zugegebenermaßen Unrecht hat oder die schwächere Position vertritt, aber trotzdem in der Diskussion Recht behalten will. Und das Buch heißt irgendwie Eristische Dialektik. Das ist wohl irgendwie posthum veröffentlicht worden. Also er hat das nie richtig fertig geschrieben, aber das habe ich noch gut in Erinnerung. Ja, interessant. Der hat sich ja, glaube ich, auch mit Hegel immer angelegt und gegen die hegelsche Dialektik geschrieben, die wohl auch eigentlich ziemlich unseriös ist. Hegel nicht der Typ, der so sehr lange Sätze verfasst hat? Ja, ja. Also ich habe den nie gelesen. Popper hat den auch auseinandergenommen und Schopenhauer eben. Und Schopenhauer hat gelebt von 1788 bis 1860. Müssen sich da irgendwelche Jubeljahre veranstalten? Na, nicht so absehbar. Noch 50 Jahre, 45. Na, so eine Schopenhauer-Dekade schwebte mir gerade vor. Und dann einer von uns als Botschafter. Das kann leicht falsch verstanden werden, eine Schopenhauer-Dekade. Wieso? Ja, wenn jemand sich. Ja. Schopenhauer, also jetzt, wer es googeln will, mit einem P. Nicht so, ja, Schindelhauer, ja gut, ohne P. Gut, ja, dann an alle, die übrig sind, unser Online-Publikum mit leicht dezimiert. Es wurde gerade gesagt, dass auf dem ATS-Media-Blog gerade neue Artikel kommen. Da ich aber auf meinem E-Mail gesehen habe, dass die, glaube ich, schon von der Stunde kommen, vermute ich, dass beim AMB noch nicht die Sommerzeit eingestellt ist und AMB sich da selber vertan hat und die Sachen eher kamen. Also, wer noch Durchhaltevermögen hat, kann jetzt zum AMB wechseln und sich dort neue Meldungen angucken. Wer nicht, darf sich mit großer Ketzer-Absolution ausruhen. Ich werde das, glaube ich,
tun müssen. Ich muss ja immer, um die Hintergrundgeräusche nicht zu halten, meine Klimaanlage ausstellen. Und es war hier brüllend heiß heute und ich schwitze schon wieder wie Bart Ehrmann in der Erkenntnis, dass er Scheiße gebaut hat und jetzt weiß, dass sie ihn ständig damit aufziehen werden. Okay, ja, damit vielen Dank. Schöne Grüße nochmal von Philipp, der ja vorzeitig hier schon verebben musste. Und wir stellen die Sachen dann, sobald es geht, wöchentlich online und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Kritik, Lob und Höllendrohung an podcast@atheismus.de. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.